Grüezi. War das richtig? Okay. Ich komme aus dem hohen Norden, also aus einer Gegend, die für Sie alle wahrscheinlich schon Skandinavien ist. Also Norddeutschland, aber das kann man von hier kaum unterscheiden. Und ich bin total erkältet. Meine Stimme ist heute etwas belegt. Das bitte ich zu entschuldigen. Es kann also sein, dass der eine oder andere Hustenanfall meinen Redefluss unterbrechen wird. Ansonsten geht es mir gut. Ich freue mich, dass ich hier bin und möchte mich vor allem herzlich für die freundliche Einladung bedanken. Oh, super, wunderbar. Okay. Ja, zu meiner Person ist schon einiges gesagt worden. Vielleicht darf ich noch ergänzen, dass ich derzeit Sprecher der Vereinigung für ökologische Ökonomie bin. Das ist die VÖÖ. Und wir haben gerade vor 2 Wochen eine Tagung durchgeführt, die den Titel hatte Wirtschaften ohne Geld zwischen kapitalistischer Marktwirtschaft und Schenkökonomie. Und vieles von dem, was ich da gerade in der Anmoderation gehört habe, hat mich nochmal erinnert an diese Tagung. Und da war auch die Christa Müller, die mit Andrea Bayer eng zusammenarbeitet, weil die beiden ja die Anstiftung Atomis leiten. Das passt ganz gut zusammen. Und natürlich werde auch ich in meinen Ausführungen heute ein ums andere Mal zu sprechen kommen auf die Frage des Geldes, des Zinses oder ob es auch Alternativen dazu gibt. Bevor ich das tue, möchte ich Sie mit meinem neuen Sponsor bekannt machen, Kaufland. Ladies and Gentlemen, mehr von allem. Das ist das kulturprägende Merkmal aller Konsumdemokratien, zumindest wenn sie ein Spätstadium der Maßlosigkeit, der Konsumverstopfung und auch der sonstigen Reizüberflutung erreicht haben. Ravioli, 1,11 Euro. Ich weiß nicht, wie viele Franken das sind, aber es ist sehr wenig. Ja? Oder 29 Cent, also minus 40% ist da der Preis jetzt also für Joghurtecken. Das Schöne ist, dass diese Idee mehr von allem nicht einfach nur in die Semantik, in die Rhetorik der Werbung übergegangen ist, sondern, deswegen habe ich das hier eingekreist, auch gleichzeitig behauptet wird, dies sei auch mit nachhaltiger Entwicklung vereinbar. Also statt jetzt eine längere Definition abzugeben, was nachhaltige Entwicklung bedeutet, also das, was es inmitten der Vielfalt von Auslegung und Definition immer bedeuten muss, ist, das Minimum dessen zu verrichten, was getan werden muss, um die ökologischen Lebensgrundlagen dieses Planeten dauerhaft zu erhalten. Und wie das mit Kaufland funktionieren soll, ich weiß es nicht. Ich selber habe ein Motto ausgegeben und habe auch ein Büchlein geschrieben, das diesen Titel trägt, um einfach dieser Philosophie des More and More etwas entgegenzusetzen. Übrigens, kleine Zwischenbemerkung, das ist irgendwie keine Fotomontage, sondern diese Reklame hier ist echt. Also es gibt wirklich irgendwo auf diesem Planeten ein Geschäft, das tatsächlich More and More Alive Philosophy tatsächlich irgendwie anwendet. Ein Freund aus Wuppertal hat mir das zukommen lassen. Okay, gleich zu Beginn möchte ich, was diesen Kulturwandel anbelangt, der darauf beruht, dass unser Wohlstandsmodell unrettbar geworden ist, gleich zu Beginn möchte ich 3 Thesen nennen, die sich vielleicht wie ein Leitmotiv in ihrer Verbindung durch die Ausführung ziehen, mit denen ich Sie jetzt gleich traktieren will. Zunächst einmal glaube ich, dass nachhaltige Entwicklung oder Nachhaltigkeit, die überhaupt diesen Namen verdient, eine neue Balance erfordert zwischen individueller Freiheit, die wir ja ins Maßlose gesteigert haben, und dem Prinzip der Verantwortung. Das heißt, Antworten zu geben auf die Frage, was denn nun die Konsequenzen unserer Ausübung von individueller Freiheit sind, das ist das, was wir quasi getilgt haben. Es scheint so zu sein, dass in modernen Konsumdemokratien unter dem höchsten Stadium der Steigerung von individueller Freiheit verstanden wird, sich restlos zu befreien von Verantwortung. Nicht mehr nachfragen zu müssen oder sich nicht mehr fragen lassen zu müssen danach, was das eigentlich kostet oder was es für ökologische und soziale Konsequenzen hat, wenn wir uns so selbst verwirklichen und inszenieren, wie das eben in den modernen europäischen, aber auch sonstigen Konsumgesellschaften der Fall ist. 2. These, Freiheit muss eigentlich gar nicht heißen, viel zu haben, viel zu dürfen, viel zu können, viel zu okkupieren, sondern Freiheit kann auch heißen, wenig zu brauchen. Unabhängig zu sein, autonom zu sein, unerpressbar zu sein, sich erleichtert zu haben von all den Dingen, die einen immer festhalten am Boden. Ja? Naja, zum Fliegen komme ich gleich auch noch. Dann die 3. These, nachhaltige Entwicklung insgesamt ist für mich keine Kunst des zusätzlichen Bewirkens, also der Steigerung irgendwelcher Aktivitäten oder der Innovation, das heißt der Neuschöpfung von etwas, sondern es ist für mich eher eine Kunst des kreativen Reduzierens, des Weglassens. Ja?
Es ist auch eine ganz neue Lebensphilosophie, eine ganz neue Form, sich selbst darzustellen, eine eigene Identität, Authentizität oder Reputation zu entwickeln. Ein Mensch, der sich selbst darstellt durch die Dinge, die er alle nicht braucht. Sokrates wird zugeschrieben, Folgendes gesagt zu haben. Er hat gesagt, jeden Tag wächst die Menge der Dinge, die ich nicht brauche. Ja, wenn wir von nachhaltiger Entwicklung vor etwa 20 Jahren sprachen, ging es um einen ethischen Imperativ. Es ging darum, sich klarzumachen, dass ein aufgeklärtes Individuum es sich doch wohl, bitteschön, schuldig ist, das Mögliche und Nötige zu tun, um nachfolgenden Generationen ein menschenwürdiges Dasein zu erlauben, also nicht über die Verhältnisse zu leben. Heute hat sich eigentlich der Inhalt dessen, was wir unter Nachhaltigkeit verstehen, und auch die Motivlage verändert. Heute geht es um Selbstschutz. Wir stehen nicht mehr vor so einer Weggabelung und können sagen, naja, wir können uns für eine Welt ohne Wachstum, für eine viel bescheidenere Auslegung von Wohlstand und Freiheit entscheiden. Oder wir machen so weiter und versuchen technisch dieses Modell anzugrünen, grün zu bepinseln oder irgendwie zu entkoppeln von ökologischen Schäden. Ich glaube, es gibt jenseits der ökologischen Frage, gibt es Beweggründe, die längst eingeflossen sind, zumindest in die wachstumskritische Nachhaltigkeitsdiskussion, Gründe, die uns verstehen lassen, weshalb eine weitere Steigerung des Bruttoinlandsproduktes keine Option mehr sein kann für die stabilisierende oder auch verantwortbare Gestaltung moderner Gesellschaften. Und um es nochmal deutlich zu machen, wenn ich von Wachstum rede, meine ich wirtschaftliches Wachstum, also eine Zunahme des Bruttoinlandsproduktes. Das Bruttoinlandsprodukt ist die Summe der pro Jahr hergestellten Güter, also Produkte und Dienstleistungen einer Volkswirtschaft, bewertet auf Basis jenes Preises, zu dem diese Dinge die Angebotsseite verlassen und die Nachfrageseite erreichen, indem wir diese Sachen kaufen. Daran erkennt man schon, dass die Steigerung des volkswirtschaftlichen Outputs immer eine Frage der geldbasierten Arbeitsteilung ist. Das, was man im Gemeinschaftsgarten macht, was man handwerklich kreiert, was man also nicht Geld vermittelt, sondern auf Basis der unmittelbar vorhandenen Ressourcen an Werten schöpft, die auch die Eigenschaft haben, Bedürfnisse befriedigen zu können, das kann die Wirtschaft nicht wachsen lassen. Nicht nur, weil es keinen Preis hat, damit also keine monetäre Transaktion verursachen kann, sondern weil es nicht steigerungsfähig ist. Dies hier sind zwei Hände, da sind jeweils fünf Finger dran. Wenn ich damit einen Computer repariere, einen Knopf annähe, ein Brot backe, dann kann ich mich anstrengen, bis mir der Schweiß kommt, aber irgendwann ist eine physische Grenze dessen erreicht, was ich ohne energetische Verstärker, ohne Geld und Arbeitsteilung und Entgrenzung in der Lage bin, physisch zu produzieren. Das ist der zweite Grund dafür, weshalb die Wirtschaft nie wachsen kann auf Basis jener Leistungen, die außerhalb des Industrie- und Geldsystems vollbracht werden. Nun, um es kurz zu machen, es gibt fünf wesentliche Diskurse oder Kausalzusammenhänge, die eigentlich begründen helfen, warum die Zeit des Wachstums vorüber ist. Peak everything und die Vulnerabilität unseres Daseins. Was ist damit gemeint? Erstmal hinten angefangen, Vulnerabilität heißt Verletzlichkeit, Instabilität. Also wir haben einen Punkt erreicht, an dem wir so abhängig geworden sind von Rohöl, von Flächenbewirtschaftung, von Phosphor, von Trinkwasser, von Kupfer, von Neodym, von Coltan. Ich könnte jetzt eine halbe Stunde dieser Aufzählung fortsetzen. Also wir sind abhängig geworden von Substanzen und Ressourcen, die jetzt knapp werden. Und die Knappheit wird sich absehbar ausdrücken durch höhere Preise. Das heißt, dass unsere Kaufkraft verringert wird. Wenn etwa der Preis für einen Barrel Rohöl trotz Fracking-Offensive, trotz der Verwertung von Öl und Teersanden in Kanada, auf, sagen wir, $150 pro Barrel oder $200 steigt und sich auf diesem Niveau mal, sagen wir, einen Monat hält, dann ist die Party vorbei. Ja? Nicht nur in Deutschland und in den USA, auch in der Schweiz. Weil alles, was wir verkonsumieren, irgendwie direkt oder indirekt abhängig ist von eben diesem einen fossilen Rohstoff. Und das gilt eben auch für Flächen, für die anderen aufgezählten Dinge. Und weil wir so abhängig geworden sind, fallen wir eben entsprechend tief, wenn jemand diese Basis wegzieht. Oder man könnte sagen, wenn der Hausmeister den Stecker zieht, das System abstürzt. Und diese Vulnerabilität, diese Angreifbarkeit unseres Wohlstandsmodells können wir jetzt ja auch gerade in Echtzeit in Griechenland erleben. Ja? Wobei es hier keine Ressourcenkrise ist. So einfach ist es auch wieder nicht, das werde ich gleich noch kurz erläutern. Zweite Diskursebene, psychische Wachstumsgrenzen.
Also in der Bundesrepublik Deutschland, da wo ich heute in den Zug eingestiegen bin, ist die Anzahl der Antidepressiva-Verschreibungen innerhalb eines Jahrzehnts, nämlich von etwa 2000 bis 2010, verdoppelt worden. Und dann haben wir noch nicht über das Burnout-Syndrom gesprochen, das für viele so eine Art Vorstufe der Depression ist. Und dann haben wir noch nicht gesprochen über die vielen anderen psychischen Pathologien, die dadurch hervorgerufen werden, dass wir in dieser beschleunigten Tretmühle der Konsumgesellschaft inzwischen die Orientierung verlieren und Schwindelgefühle kriegen. Ja? Das heißt also, wir sind einer solchen massiven Reizüberflutung und einem solchen Leistungsdruck, und zwar in unserem Privatleben ausgesetzt, nicht nur im beruflichen Leben, dass wir nicht mehr in der Lage sind, das alles zu verarbeiten, was wir eigentlich verarbeiten müssen, um auf dem Stand der Dinge zu bleiben, um kulturell anschlussfähig zu sein, um praktisch mit den anderen mithalten zu können, die sich in der für uns relevanten Sozialstruktur selbst verwirklichen und selbst inszenieren. Und das Interessante ist, dass dieses Jahrzehnt, das ich da gerade markiert habe, das sich also durch diese Zunahme an Antidepressiva auszeichnet, genau das Jahrzehnt ist, in dem wie noch nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik seit dem Zweiten Weltkrieg der materielle Wohlstand zugenommen hat. Das ist das Jahrzehnt der Smartphones, der Netbooks, von Ryanair, von EasyJet, ja, von Saturn, Mediamarkt, von allen entgrenzten Möglichkeiten, irgendwelchen Gelüsten nachzugehen, ja. Im materiellen Sinne. Ausgerechnet in diesem Jahrzehnt, wo wir so einen entgrenzten, vermeintlich befreienden Wohlstand hatten, werden die Menschen immer unglücklicher. Sie brauchen immer mehr chemische Substanzen, um das zu erhalten, was man Glück nennt. Also diese Gleichung. Mehr Wohlstand im materiellen oder dienstleistungsbasierten Sinne oder auch im Sinne von Mobilität gleich mehr Wohlbefinden. Ja, diese Gleichung scheint falsch zu sein. So die dritte Diskursebene. Oft wird behauptet, man brauche wirtschaftliches Wachstum, um Verteilungsunterschiede zu tilgen, sei es, dass wir über Einkommens- oder Vermögensunterschiede reden, oder es wird gesagt, dass die materielle Not etwa in Afrika oder in Asien, Lateinamerika nur dadurch zu lindern sei, dass also die Wirtschaft wächst, gemessen in Bruttoinlandsprodukteinheiten. Auch gegen diese These erhebe ich Einspruch, schon theoretisch. Man kann auf Basis vieler traditioneller Darlegungen der realen Außenwirtschaftstheorie zeigen, dass wenn man beispielsweise ein sogenanntes Dritte Weltland dazu bringen will, zu wachsen im Sinne des Industrieoutputs, also des Bruttoinlandsproduktes, dann muss dieses Land einen Strukturwandel vollziehen, der darin besteht, die Ressourcen des Landes praktisch zu rekombinieren, sie nämlich in die Branchen zu transferieren, die dann als aufstrebende Industriekomplexe in der Lage sind, etwas zu produzieren, das auf dem Weltmarkt verkauft werden kann, sodass dann Exporterlöse entstehen, für die sich dieses Land dann wiederum andere Dinge kaufen kann, die in diesem Land eben nicht so kostengünstig produziert werden können. So schafft man es, ein Land anschlussfähig zu machen an die internationale Spezialisierung bzw. industrielle Arbeitsteilung. Und ein solcher Strukturwandel, der unumgänglich ist, um unser Konsummodell zu kopieren, und jede Art von Entwicklungshilfe läuft immer nur darauf hinaus, ob man will oder nicht, dieser Strukturwandel also, der erzeugt immer Gewinner und Verlierer. Gewinner sind diejenigen, die Zugang zur Bildung haben, die in den urbanen Metropolen leben und die einen Job bekommen in den Branchen, von denen ich gerade sprach, die dann also weltmarktanschlussfähig werden. Verlierer sind immer die Ärmsten der Armen. Das sind diejenigen, die auf den Flächen sitzen oder die in den Naturgütern verharren, die sie ernähren. Um das mal plastisch zu machen, wenn Sie sich Brasilien angucken, erleben Sie, dass also in den Metropolen Brasiliens eine neue Mittelschicht entstanden ist, die in etwa unseren Lebensstil kopieren kann. Gleichzeitig verarmen die Menschen im Amazonasbecken, weil die Flächen und die Ressourcen dort, von denen sich diese Menschen eigentlich subsistent versorgen, jetzt einfließen, abgesogen werden, wenn man so sagen will, teilweise auch verhökert werden auf dem Weltmarkt. Ja? Also es werden Anbauflächen draus gemacht für Energiepflanzen, Soja, Maniok und. Ja? Und auf diese Weise zieht der Sog der wirtschaftlichen Prosperität Brasiliens eine Schleifspur der Verarmung hinter sich her. Und das ist kein Betriebsunfall, das muss so sein. Das ist die Logik des Strukturwandels, den man braucht, um quasi Armutsökonomien aufsteigen zu lassen auf die Ebene des internationalen Austausches, der Erzielung von Exportüberschüssen und damit eben auch
damit einhergehend die Befähigung, eben Wirtschaftswachstum zu erzeugen. Das muss man sich klar machen. Dasselbe Phänomen nämlich können Sie in den asiatischen Schwellenländern und jetzt neuerdings auch in den afrikanischen Ländern, die sehr aufstrebend sind, da können Sie das also auch feststellen. Vierte Ebene, Finanzkrisen. Viele sollte sagen, ja, mit den Finanzkrisen, das ist zwar eine blöde Sache, aber das liegt ja daran, dass die Politik so unfähig ist. Die haben da Mist gebaut, in Berlin, in Brüssel, in Athen und so weiter. Die können alle nicht rechnen. Aber im Prinzip könnten wir doch eine saubere Konsumgesellschaft hinlegen, ohne dass diese Verschuldungs- und Finanzkrisen ausbrechen. Einspruch, euer Ehren, das geht nicht. Also, ich habe hier eine Armbanduhr, ne? Und mein Opa zum Beispiel, wenn der sich diese Armbanduhr hätte kaufen wollen, früher, vor 100 Jahren, dann hätte er, was den Einkommensanteil, den er dafür hätte hinblättern müssen, hätte er dafür so viel bezahlen müssen, dass er sich die regelrecht vom Mund hätte absparen müssen. Weil zu der Zeit, als mein Opa lebte, waren Nahrungsmittel im Vergleich oder relativ zum Einkommen noch so teuer, dass eben der Einkommensanteil hoch war. Es blieb dann wenig übrig für die luxuriösen oder schönen Dinge, falls es sie damals gab. Ja. Heute ist Nahrung so billig geworden, dass sie unser Einkommen nicht mehr belastet. Das liegt an der Subventionierung der Landwirtschaft. Das ist der Sinn der Subventionierung. Diese Abermilliardenbeträge, die auf für mich skandalöse Weise in die Landwirtschaft wandern, dienen dazu, unsere reale Kaufkraft irgendwie zu verschonen davon, den wahren Preis für Nahrung zu bezahlen. So verschulden sich Staaten. Das tut der Staat aber nicht nur mit der Nahrung. Das tut er mit dem Verkehr, mit dem Bauen und Wohnen, mit der Industrie, mit der Energie, mit der Wasserversorgung, mit der Entsorgung, mit der Telekommunikation, mit Kunst und Kultur, mit der Gesundheit, mit der Sicherheit. Habe ich noch was vergessen? Überall werden wir von den wahren Kosten der öffentlichen Infrastruktur irgendwie werden wir davon verschont. Und dann bleibt natürlich viel Geld übrig für Flugreisen, für schicke Uhren, für Notebooks, für Mikrofone, für superschöne Armani-Jackets, wie ich hier gerade eins anhabe, wie Sie unschwer erkennen können. Und der Staat kann ja jetzt nicht sagen, ja, naja, ich mache das alles, aber dann hole ich mir das über die Steuern zurück, damit ich mich nicht verschulde. Ja, dann wären wir wieder da, wo mein Opa war. Dann hätte es ja nichts gebracht. Also muss der Staat sich verschulden, um nicht 4 Jahre lang regiert jemand und denkt sich, danach ist sowieso alles Sinnflut, also kann man den Konsumenten etwas anbieten. Und die Kosten tragen dann zukünftige Generationen. Deswegen ist das kein Zufall, sondern es ist eine Logik, es gibt andere Logiken der Finanzkrisen, die zu tun haben mit der Geldschöpfung und dem Zinseszinseffekt. Nicht, dass Sie meinen, ich sei da blind auf dem Auge, aber ich wollte nur sagen, es gibt einen Zusammenhang auch zwischen unserem maßlosen Wohlstand und der systematischen Aufschaukelung der Risiken, dass Finanzkrisen und Verschuldungsdesaster auftreten. Und mal nebenbei bemerkt, also wir haben in Europa meines Wissens keine einzige Regierung, die wirklich ein Rezept entwickelt hat, um den Finanzkrisen Herr zu werden. Es wird weiter gewurschtelt, es wird rumgetüftelt, die Probleme werden unter den Teppich geschoben, es werden Rettungsschirme aufgespannt, dann wird eine weitere Verschuldungswelle dadurch natürlich ausgelöst. Und ich bin mal gespannt, wie das weiterläuft, wann die nächste grassierende Finanzkrise kommt und ob das Griechenland-Phänomen langsam aber sicher auf der Landkarte Richtung Norden hochkrabbelt. Ich würde es nicht ausschließen. Und der Zusammenhang eigentlich, wie ich gerade schon andeutete, zwischen dem ersten Punkt, Peak Everything, und diesem vierten Punkt, also unbeherrschbare Finanzkrisen, ist folgender. Genau genommen hat unser desaströses Geldsystem, das auch, ich habe es gerade erzählt, über die Geldschöpfung der Geschäftsbanken und das Zinseszinssystem immer dazu neigt, einen Überschuss an Zeichen zu produzieren. Genau genommen haben diese Finanzkrisen, die wir 2008 erlebt haben, in Verbindung mit Lehman Brothers und den Subprime-Derivaten in Amerika, haben die immer geschlummert unter einer Oberfläche. Aber sie waren dadurch zu vermeiden, dass wir aus gewissen Problemen rauswachsen konnten, indem wir die reale Wirtschaft ankurbeln konnten, damit sie Schritt halten konnte mit der Vermehrung des Geldes. Aber das setzt voraus, dass die Ressourcenpreise gering sind. Und das funktioniert jetzt nicht mehr. Das ist das Neue an der Krisensituation in Europa und anderswo. Weil
tendenziell einfach nicht nur Öl, sondern andere Ressourcen so teuer geworden sind, dass das nicht mehr funktioniert, mal ebenso mit einem beliebigen Konjunkturprogramm die Wirtschaft ans Laufen zu bringen, das heißt zum Wachsen zu bringen, um damit irgendwie quasi wie Hase und Igel, ja, also praktisch der Ausdehnung der Finanzmittel hinterher zu eilen und damit das Platzen von Blasen so ein bisschen zu dämpfen, indem eine reale Basis noch vorhanden ist. Das gelingt eben nicht mehr. Gut, dann fünfte Ebene. Geht es denn nicht doch mit technischen Innovationen, mit ökologischer Effizienz oder mit geschlossenen Kreisläufen, Cradle-to-Cradle, regenerativen Energien? Also alle bisherigen Versuche, ich meine, das wären jetzt hier zwei Extra-Vorträge, weil das mein Spezialgebiet ist, die Frage der ökologischen Entkopplung, der Möglichkeit oder besser zu sagen Unmöglichkeit eines grünen Wachstums. Aber ich will es mal ganz kurz machen. Alle bisherigen Versuche, über technische Innovationen ein ökologisch unschädliches Wachstum des Bruttoinlandsproduktes hinzubekommen, sind bestenfalls gescheitert. In allen anderen Fällen haben sie zu einer eklatanten Verschlimmerung der ökologischen Situation geführt. Und die viel bejubelte und besungene Energiewende in Deutschland ist für mich das Paradebeispiel. Wir sind dabei, in Deutschland die letzten Landschaften zu schleifen im Dienste einer sogenannten Energiewende. Kein Wald ist mehr heilig. Kein Landschaftsschutzgebiet ist mehr heilig. Die werden einfach aufgelöst, um sie nachzuindustrialisieren. Mal sind es gigantische Windkraftanlagen, das sind Industrieanlagen und nichts anderes bei der Größe, die sie erreicht haben. Mal sind es Photovoltaik-Freiflächenanlagen oder wir legen eine neue Steppe an. Eine Verwüstung des Bodens durch sogenannten Energiemais. Das Bundesland, aus dem ich stamme, Niedersachsen, ist teilweise verwüstet durch die deutsche Energiewende. Weil so viele Biogasanlagen entstanden sind, die natürlich den Sog erzeugen, entsprechend Energiemais anzubauen, dass es sich dann für die ehemaligen Getreidebauern neuerdings eben lohnt, die Fläche nicht mehr für Getreideanbau, sondern eben für Energiepflanzen zu nutzen. Ich möchte hier Ernst Friedrich Schumacher zitieren, als Übergang zur nächsten Folie. Denn dessen Kultbuch »Small is Beautiful« feiert ja nicht nur 40-jähriges Jubiläum, sondern ist jetzt gerade seit, ich glaube, 2 oder 3 Wochen wieder, nachdem es lange nicht in deutscher Sprache offiziell erhältlich war, wieder erschienen beim Ökom Verlag. Das ist hier mein Literaturtipp für heute Abend übrigens. Okay. Jetzt vom Werbeblock zu der Frage, wenn kein grünes Wachstum möglich ist, was sind dann die ökologischen Leitplanken? Wie kann man globale Gerechtigkeit und das Einhalten vor allem von ökologischen Leitplanken, wie kann man das in Einklang miteinander bringen? Ich wähle hier das Beispiel Klimaschutz. Natürlich gibt es andere Hotspots in der ökologischen Belastung unseres Planeten, aber ich glaube, auch wenn manche sagen, Klimaschutz ist nicht alles, so würde ich doch sagen, ohne Klimaschutz wird bald alles nicht sein. Denn das, was an Rattenschwänzen, an indirekten anderen ökologischen Schäden nach sich gezogen wird, wenn wir es nicht schaffen, das 2 Grad Klimaschutzziel zu erreichen, das entzieht sich teilweise unserer Vorstellungskraft. Und dieses 2 Grad Klimaschutzziel ist ja etwas, worauf sich alle europäischen Regierungen inzwischen geeinigt haben. Würden wir das mal für einen Moment ernst nehmen, und dieses Ziel ist ja nicht mal sehr ehrgeizig, dann würde das bedeuten, dass wir bis 2050 noch ein irdisches Gesamtbudget an CO2-Emissionen hätten, das also im Einklang wäre mit der Einhaltung dieser 2-Grad-Leitplanke. Würden wir nun dieses Budget verteilen auf alle Menschen, die derzeit auf dem Planeten leben, käme heraus, dass jeder und jede von uns pro Jahr noch 2,7 Tonnen CO2 ausstoßen dürfte oder verursachen dürfte. 2,7 Tonnen pro Jahr. Wer das nicht will, will entweder keinen Klimaschutz oder keine globale Gerechtigkeit. Aber das ist ein hartes Ziel. Wir liegen in Deutschland bei 11 Tonnen. Ich weiß nicht, wie hoch der Wert in der Schweiz ist, aber der wird nicht niedriger sein. Bitte? 9, sicher? Dann sind Sie, ja genau, dann haben Sie kürzere Distanzen und machen nicht so viel Urlaub. Ja, müssen Sie ja auch nicht bei der tollen Landschaft. Klar, ist doch logisch. Ja, ja, das ist ein Vorteil, den Sie haben. Ja, ja, gut. Globale Gerechtigkeit und eben die Einhaltung der Klimaschutzziele, wie man das vereinbaren kann. Das würde bedeuten, dass praktisch die CO2-intensiven Lebensstile abrüsten müssen, um diesen Zielkorridor durch eine Reduktionsleistung zu erreichen. Das würde aber auch bedeuten, dass dort, wo Menschen bittere Not erleiden, im materiellen Sinne, dass dort ein Zuwachs der CO2-Emissionen nötig ist, zugestanden werden muss, damit dort
das sage ich Ihnen als radikaler Wachstumskritiker, damit dort wirtschaftliches, und zwar quantitatives wirtschaftliches Wachstum erfolgen kann. Ich kann doch nicht in Malawi oder an der Elfenbeinküste sagen, alle mal herhören, ich habe da so ein Konzept entwickelt, das heißt Postwachstumsökonomie, jetzt drücken wir da mal auf die Stopptaste und jetzt wird dieses Konsum-, Mobilitäts- und sonstiges Niveau wird eingefroren. Das wäre Zynismus. In einem Land, in dem Menschen nicht wissen, wie sie in der nächsten Woche selber überleben oder ihre Kinder ernähren sollen, brauchen wir Wachstum, um wenigstens eine Ernährungsgrundlage zu haben. Ein Land, in dem es kein Gesundheits- und kein Bildungssystem gibt, das diesen Namen verdient, brauchen wir eine Aufrüstung jener Infrastrukturen, die das möglich machen. Deswegen haben wir den Bedarf, manche Länder von unten an diesen Zielkorridor anzunähern, indem sie vorsichtig diese materielle Basis erreichen, von der wir sagen können, dass auf dieser Basis ein menschenwürdiges Dasein im materiellen Sinne möglich ist. Und das wäre dann so, dass am Ende dieses Anpassungsprozesses wir uns auf diesem Planeten auf gleicher Augenhöhe begegnen. Zumindest was die Inanspruchnahme der physischen Dimension unseres Wohlstandes, was das anbelangt. Und das ist kein Ressourcenkommunismus, denn ein Mensch, um nochmal bei den beiden Beispielen zu bleiben, in Malawi oder an der Elfenbeinküste, der würde ja mit 2,7 Tonnen was ganz anderes machen als ich. Der würde sich anders kleiden, der würde seine Freizeit anders gestalten, der würde anders arbeiten, der würde sich anders ernähren. Ja? Also deswegen ist das keine Gleichmacherei. Oder die Aufgabe der Möglichkeit, sich auch ein Stück weit zu individualisieren, eigene Schwerpunkte zu setzen, Neigungen auszuleben. Natürlich, auf einem verdammt bescheidenen Niveau. Und naja, und da ist sie dann wie immer diese Weggabelung. Geht das also mit Green Growth? Das habe ich gerade eigentlich schon verneint und will das hier nicht weiter ausführen, bis auf ein Zipfelchen, was also diese Kausalität anbelangt. Oder eben durch das, was ich unter Postwachstumsökonomie verstehe. Dieser Begriff ist von mir etwa so Mitte der Nullerjahre in die Diskussion eingebracht worden, in Verbindung eben mit einem Konzept. Die Gründe dafür, dass es mit Green Growth nicht funktioniert, die Gründe liegen zum Beispiel daran, dass es so etwas wie nachhaltige Produkte, nachhaltige Technologien, Dienstleistungen oder einzelne nachhaltige Handlungen gar nicht gibt. Was nützt denn das? Wenn ich ein 3-Liter-Auto fahre, aber so viel Fleisch esse oder in einem 160 Quadratmeter Haus mit 2 Personen wohne. Ich kann doch dem Auto, das einer fährt, das vermeintlich klimaschonend ist, doch nicht ansehen, was dieselbe Person sonst noch tut. Was nützt es denn, sich ein Passivhaus zu bauen, das nur noch 15 Kilowattstunden an Wärmeenergieverbrauch hat? Hurra, ein klimaschonendes Haus. Wenn der Bewohner 2 oder 3 Mal im Jahr im Flugzeug sitzt, eine Flugreise von Frankfurt nach Washington D.C. und zurück bringt 4,25 Tonnen. Mein Lieblingsarchitektenwitz geht so. Wie viele Flugreisen nach New York oder Washington von Deutschland braucht man, um den CO2-Vorteil eines Passivhauses im Vergleich zu einem normalen Haus quasi wieder wettzumachen? Antwort, es reicht aus, auf der Hinreise nach 2/3 der Strecke abzustürzen. Dann hat man schon so viel CO2 verballert, wie man eigentlich eingespart hat durch sein Passivhaus. Ich kenne Menschen, die durch ihren Fleischkonsum auf 3 Tonnen CO2 kommen. Ja? Da nützt es nichts, Bionade zu trinken und ökologische T-Shirts zu tragen. Der Mensch ist ein Gesamtkunstwerk und wir leben in einer Konsumgesellschaft, in der Produkte Symbole sind. Symbole für unsere Identität. Und weil das so ist, kollabiert die nachhaltige Entwicklung daran, dass wir überall verschleiern, wer wir wirklich sind. Die Menschen, die jeden Tag im Ökosupermarkt zu sehen sind, hallo, und stehen da an der Fleischtheke, wo das Fleisch aus artgerechter Tierhaltung kommt, ja, die den Kronkorken von der ökologischen Bionade für jedermann sichtbar ablösen und in ein richtiges, natürlich getrenntes Gefäß dann hineingeben und so weiter, das sind die, die oft in die Karibik fliegen, oft, ja. Mir hat mal einer meiner Lieblingsökoarchitekten, mit dem ich gerade befreundet auch bin seit langem, gesagt, der ist jetzt 60 und hat zu mir gesagt, also weißt du was, die Leute, die sich noch ein Passivhaus bauen, die wollen was wieder gut machen, weil sie ihr ganzes Leben lang so viel CO2 im Konsum, in der Mobilität oder anderswo erzeugt haben, dass sie jetzt nochmal beweisen wollen, dass sie das Herz ja doch an der richtigen Stelle haben. Deswegen gibt es keinen Zusammenhang zwischen dem ökologischen Design von Produkten, zwischen dem ökologischen Design von Technologien und dem, was wirklich Menschen machen, um klimaschonend zu leben. Nur die individuelle CO2-Bilanz gibt Aufschluss. Deswegen gibt es CO2-Rechner
wo man kinderleicht alles mal eintragen kann, um auf Basis von Durchschnittswerten zu ermitteln, wo man steht. Es gibt den sogenannten Pendos CO2-Zähler, den ich sehr empfehlen kann. Also der im Prinzip auf 140 Seiten alle Aktivitäten und Produkte unseres Lebens enthält. Sogar ein Rockkonzert ist da. Ich weiß nicht, wie viel CO2-Wacken, Sie kennen das. Das ist der Stolz der Norddeutschen, so ein riesiges Heavy-Metal-Festival. Ist erstaunlich, wie tief man sinken kann. Egal. Obwohl, ich glaube, da haben jetzt Black Sabbath gespielt. Das wäre natürlich schon ein Grund gewesen, dahin zu gehen. Aber das ist jetzt egal. Nee, aber selbst sowas wird hier bilanziert. Aber auch ein Kilo Butter bringt 23,8 Kilo CO2. Ja? Hier wird sogar Tiefkühlkost wird sogar unterschieden von normalem frischen Gemüse und Sie können die CO2-Werte ermitteln. Mit kleinen Kindern können Sie das machen, um mal zu gucken, wo stehe ich. Ja? Es reicht also nicht aus, wie manche meiner Kollegen, die auch Bestseller produzieren und eine sehr populistische Einstellung haben, mit der sie glauben, die Menschen da abholen zu können, wo sie sind. Also es reicht nicht aus, da irgendwo anzufangen, wo es Spaß macht, weil dann trinkt man nur Bionade und nimmt den Kronkorken und tut ihn in die getrennte Abfallentsorgung. Es muss eigentlich im Prinzip, wenn man es ernst meint mit Klimaschutz und Nachhaltigkeit, darauf hinauslaufen, die dicksten Brocken zu identifizieren. Die gucken wir uns mal an. Das ist ein witziger Zufall. Das hier ist an der ETH Zürich entwickelt worden. Das sage ich aber auch in Norddeutschland. Das hier sind die Flugreisen eines Tages auf dem Planeten Erde. Es gibt im Moment kein größeres Problem. Warum? Weil die Dynamik der globalen Mobilität mit einem solchen Wahnsinn gesteigert wird, dass wir absehen können, wann dieses Problem alle Stein- und Braunkohlekraftwerke eingeholt hat. Ungebremst. In Deutschland wird den Kindern an der Schule beigebracht, so, jetzt wird mit dem Flugzeug die Klassenfahrt bestritten. Ja, Kinder werden schon in der Schule darauf getrimmt, global mobil zu sein. Schauen Sie sich die Inlandsflüge an, jetzt die Zeitverschiebung, in Europa beispielsweise. Jeder dieser Punkte wiegt ungefähr in CO2 gemessen 500.000 Tonnen an CO2. Wahnsinn. Und die globale Mobilität wird deshalb auch zu so einem großen Problem, weil der global entgrenzt lebende Mensch ist natürlich erst recht ein Konsument. Der hat keinen Garten, den kann er gar nicht haben. Der kauft immer Einwegverpackung, geht doch nicht anders. Selbst auf den Bahnhöfen ist es kaum anders möglich. Der kauft immer industriell gefertigte Waren, weil es anders nicht geht. Es ist die Logistik des Individuums. Nicht nur Fabriken haben eine Logistik, auch Individuen. Gut, so, also was ich damit sagen will, um die Diskussion, ob sowas wie grünes Wachstum möglich ist, abzukürzen, ist, wir können nur noch über Reduktion Probleme lösen. Es gibt für den Flugverkehr keine technische Lösung. Obwohl, eine Anekdote dazu. Sie kennen alle Franz Alt wahrscheinlich, nicht? Der verkauft, glaube ich, hier seine Bücher bestimmt auch gut. Von dem stammt dieses Buch, Die Sonne schickt keine Rechnung. Den habe ich neulich interviewt. Ich bin so Hobby-Fernsehmoderator für eine Klimaschutzsendung in Norddeutschland. Und habe ich so mit ihm darüber so ein bisschen geplaudert, über Photovoltaik und Solarthermie und dies und das. Da habe ich gesagt, aber Herr Alt, alles geht ja auch nicht mit der Sonne, ne? Also in der Produktion, ich bin übrigens Produktionswirtschaftler, das wissen Sie, okay, aber auch in der Mobilität, so einfach ist das nicht. Zum Beispiel Flugzeuge, wie soll das denn gehen? Ach, sagt er zu mir, das können wir doch mit Wasserstoffantrieben machen. Und den Wasserstoff erzeugen wir mit Strom und der Strom kommt von der Sonne, ja? Ja, ich sage, gibt es denn überhaupt sowas schon? Ich habe ja bis jetzt in meinem Leben noch nicht mal in einem PKW gesessen, der einen Wasserstoffantrieb hat. Dann haben wir von LKWs für den Gütertransport noch nicht gesprochen. Ach, sagt er, ich habe neulich ein Flugzeug gesehen mit Wasserstoffantrieb. Ich habe gesagt, eins? Ja, eins. Ja, eins, sagt er. Und wo war das? Ja, in Brasilien. Und habe ich gefragt, sind Sie damit geflogen? Hat das abgehoben? Nö, aber die arbeiten dran. Gut, in 50 Jahren wird es das vielleicht geben, aber wir haben keine 50 Jahre mehr. Also es hilft nur Reduktion. Die Kunst der Reduktion ist das hier. Keine Angst, das werde ich jetzt nicht für den Rest des Abends durchdeklinieren. Ich will eher versuchen, mit nicht mehr als 60 Minuten dann auch auszukommen. Dies hier ist die Postwachstumsökonomik, nicht Ökonomie. Ökonomik heißt, dies hier ist eine Teildisziplin der Wirtschaftswissenschaften. Eine ökologisch orientierte Teildisziplin, die vor dem Hintergrund dessen, was ich jetzt gerade nur anekdotisch dargelegt habe, Wege sucht aus der Wachstumsspirale. Und dieses wissenschaftliche Programm, was auch ein Lehrprogramm ist,
Vielleicht ist es mir doch irgendwann mal vergönnt, an irgendeiner Hochschule einen Studiengang genau so zu strukturieren. Also das Forschungsinteresse erstreckt sich auf drei Focal Points. Das eine ist die Frage der Wachstumskritik. Das habe ich mit Ihnen schon, aber wirklich in aller kürzesten Kurzform behandelt, ne? Haben wir ja gerade schon gemacht. Ich habe sogar noch etwas Fünftes hinzugenommen, nämlich die Finanzkrisen. Jedes einzelne Kästchen wäre ein abendfüllender Vortrag. Also die Zeit habe ich nicht. Also, erstes Forschungsinteresse. Gibt es wissenschaftlich begründbare Kausalzusammenhänge, die dagegen sprechen, dass Wachstum noch eine Option sein kann? Zweites Forschungsinteresse, da gehe ich gleich noch drauf ein. Ich habe gerade hier auch schon mit jemandem darüber kurz gesprochen. Woher kommt der Wachstumszwang? Was ist der Grund dafür, dass alle Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und auch Leute aus der Politik immer sagen, wenn die Wirtschaft nicht wächst, bricht sie zusammen? Übrigens, stimmt auch. Natürlich. Aber ich finde das gar nicht schlecht, wenn wir in der Lage sind, diesen Zusammenbruch als fröhliche Party zu feiern. Das ist die Pointe. Okay, und das Dritte, das wäre dann die Beantwortung der Frage, was wären die Konturen und Bedingungen einer Wirtschaft ohne Wachstum, die sich herleiten lassen müssen aus den Wachstumstreibern. Wenn ich die nicht analytisch identifiziert und bearbeitet habe, dann kann ich einfach daherkommen und sagen, so funktioniert eine Wirtschaft ohne Wachstum. Ich muss erst die Wachstumstreiber analysieren. Wenn ich die nicht ausmerze, hat es alles keinen Sinn, sich über eine Wirtschaft ohne Wachstum Gedanken zu machen. Und diese Gliederung hier will ich jetzt nicht mit Ihnen durchgehen, das sind einfach nur ganz grobe, ich sage mal, Unterpunkte dieser Forschungsinteressen. Ich will jetzt mit Ihnen auf die Wachstumszwänge eingehen. Und was ich hier mache, ist unverzeihlich unterkomplex. Also die Frage, warum moderne, entgrenzte, geldbasierte, energieabhängige, arbeitsteilige Ökonomien nicht ohne Wachstum stabilisierbar sind. Also die Gründe dafür sind mannigfaltig. Ich kann sie hier nicht alle ausbreiten. Deswegen mache ich es mir hier einfach. Ich unterscheide zwischen angebots- und nachfrageseitigen Wachstumstreibern. Also angebotsseitige Wachstumstreiber, um es ganz kurz zu machen, hängen damit zusammen, dass unser Wohlstand seit Aufbruch in die Phase der Industrialisierung nichts anderes ist als das Resultat entgrenzter Arbeitsteilung. Nochmal zurück zu dieser Uhr. Diese Uhr ist deshalb sehr billig für mich, weil sie nicht in irgendeiner Handwerksstadt also erzeugt wurde, sondern außerhalb einer Werkstatt, nämlich in vielen Fabriken, die globusweit verteilt liegen. Das Zifferblatt kommt aus Malaysia, das Gehäuse kommt aus Südkorea, die Zeiger hier, die sind vielleicht aus der Schweiz und einige dieser Zahnräder, die kommen möglicherweise aus Indien. Auf diese Weise wird die Produktion immer stärker zerlegt in einzelne spezialisierte Verrichtungen. Und dann können sich Unternehmen auf einzelne Verrichtungen konzentrieren, also spezialisieren, bauen riesige Fabriken und können über die Größe und Spezialisierung die Durchschnittskosten dieser Einzelteile senken, sodass ich dann diese vielen kostenoptimierten Einzelteile zusammenfüge und der Gesamtpreis natürlich auch entsprechend gering ist. So wird man reich, aber nur so. Wenn dieses Notebook in Deutschland produziert werden müsste, also die Vorteile der Verlagerung spezialisierter Teilprozesse nicht genutzt werden könnten, dann hätte ich das hier nicht, weil es nicht bezahlbar wäre. Ja? Aber was ist jetzt die Konsequenz einer solchen Wertschöpfungskette? Das heißt, alles, was wir Wohlstand nennen, ist das Ende dieser Wertschöpfungskette. Das heißt, einer Verbindung von Produktionsstätten, die sich, wie gesagt, wenn man die Entfernung also richtig aufsummiert, die man um den Planeten wickeln kann. Was ist die entscheidende Konsequenz, aus der sich lernen lässt, warum die Wirtschaft wachsen muss? Ganz einfach. Diese Art der Produktion benötigt Kapital. Der Unterschied zwischen arbeitsintensiver, lokaler, manueller, handwerklicher Produktion und der schweren Industrieproduktion ist, dass das eine Arbeitskräfte erfordert und das andere Kapital. Denn die Hochöfen, die Extruder, die Fließbänder, ja, die Drehbänke, die automatisierten Fließfertigungsanlagen, ja, das Just-in-Time-Management, das alles ist kapitalschwer.
Das muss erst vorfinanziert werden, bevor dann die automatisierte, elektrifizierte, mechanisierte, digitalisierte Produktion beginnen kann. Die Notwendigkeit einer jeden daran beteiligten Arbeitsstufe, das heißt eines jeden daran beteiligten Unternehmens, immer Kapital erst zu besorgen, um die Produktionsfaktoren vorzufinanzieren, damit man dann produzieren kann. Diese Notwendigkeit erzeugt deshalb einen Wachstumszwang, weil ich Kapital nicht zum Nulltarif kriege. Wenn ich also Eigenkapital etwa haben will und Aktien emitiere, erwarten diejenigen, die die Aktien kaufen, dass entweder der Wert der Aktie steigt oder dass es irgendwie eine Ausschüttung gibt. Und das muss ich als Überschuss verdienen. Das muss jedes an der Produktion dieser Uhr beteiligte Unternehmen erwirtschaften. Ja? Wenn ich jetzt sage, ach, ich kann ja irgendwie das Geld auch in Form von Fremdkapital hernehmen, was ich als Kapital brauche, dann muss ich Zinsen zahlen. Zinsen und Renditen als Preis für Eigen- bzw. Fremdkapital sind Wachstumstreiber. Um zum Beispiel diese Wertschöpfungskette zur Produktion von Uhren zu stabilisieren, könnte ich alle daran beteiligten Unternehmen mal anschauen, gucken, wie viel Renditen und Zinsen die bezahlen müssen pro Jahr, um das eingesetzte Kapital zu vermehren, um also die Kapitalgeber zu befriedigen. Wenn ich das alles aufsummiere, bekomme ich in etwa einen Begriff dafür, um was mindestens die Wertschöpfung dieser einzelnen Wertschöpfungskette steigen muss, damit niemand pleite geht. Wer seine Zinsen nicht bezahlen kann, Pflicht vom Markt, das ist das eherne Gesetz der arbeitsteiligen Produktion, und wer nicht hinreichende Renditen zahlen kann für das Eigenkapital, der verliert Eigenkapital. Dann wandern die Eigenkapitalgeber dahin, wo höhere Renditen sind. Auch das ist ein ehernes Gesetz, gegen das man nichts tun kann. Zumindest nicht in einer Demokratie so ohne weiteres. Es gibt noch einen dritten Faktor, nämlich die Reproduktion. Das heißt, mit zunehmender Entgrenzung der industriellen Spezialisierung brauche ich ja immer mehr Maschinen, Gebäude, Logistik, Lagerung, Straßen, Brücken, also Transportmittel. Und all das verschleißt. Und ich muss, um dieses System aufrechtzuerhalten, muss ich ebenfalls das als Überschuss mitverdienen, was ich immer wieder reinvestieren muss, um die abgängigen Kapitalgüter zu ersetzen. Also Karl Marx nannte das Reproduktion. Ein deutscher Betriebswirt würde von Abschreibung reden. Ja? Das ist also die eine Seite der Wachstumstreiber. Industrielle Arbeitsteilung in Verbindung mit Renditen und Zinsen, also unserem Geldsystem. Das drei zusammen, also verbindet sich zu einer Wachstumsdynamik. Man könnte von einem Wachstumszwang reden. Aber das ist nicht alles. Es gibt auf der Nachfrageseite eben auch eine Wachstumsdynamik. Und ich habe gerade schon in verschiedenen Nebensätzen anklingen lassen, was man darunter zu verstehen hat. In einer modernen Gesellschaft, so einen Satz habe ich gerade schon mal so ähnlich angefangen, kaufen sich Menschen Dinge, nicht weil diese Dinge eine physisch messbare Not lindern, sondern weil sie sich damit selbst darstellen wollen. Sag mir, welches Auto du fährst und ich sag dir, wer du bist. Wenn hier auf dieser Klappe ein angebissenes Obst zu sehen wäre, wäre ich für sie ein anderer Mensch. Das ist kein Witz, das ist bitterer Ernst. Wenn heute, ich rede mal von Deutschland, ich weiß jetzt nicht, wie das in der Schweiz ist, eine Mittelschichtfamilie das 7-jährige Kind zur Schule schickt und das Kind nicht so ein fettes Smartphone in der Hand hat, ist das Kind aussätzig. Ist das Kind nicht kulturell anschlussfähig? Es ist sozial degradiert. Wenn Sie in Deutschland Ihrem Arbeitsplatz zugeben müssen, dass Sie nicht in die Karibik geflogen sind, sondern den Urlaub im Schwarzwald verbracht haben, wo Sie mit der Eisenbahn hingefahren sind, haben Sie ein Problem. Wer sind Sie denn dann? Das heißt, die Symbolik der Dinge, die wir tun, sagt aus, wer wir sind und sortiert uns ein in die soziale Hierarchie einer Gesellschaft. Und das Dumme dabei ist, dass nicht die absolute Ausstattung unserer Konsum-, Mobilitäts- und sonstigen Symbole das Entscheidende ist, sondern der relative Abstand. Ein Beispiel. Ich habe Ende der 70er Jahre, nehmen wir mal an, so ein kleines Auto gefahren, ein VW Käfer. Ich habe in einer kleinen Wohnung gelebt. Ich hatte einen Röhrenfernseher. Ich bin einmal im Jahr, vielleicht sogar zweimal in Urlaub gefahren. Einmal nach Spiekeroog auf eine Nordseeinsel, einmal in den Schwarzwald.
Ich war gut gekleidet für die damalige Zeit. Ich habe mich wirklich in der Mitte der Gesellschaft befunden. Ich bin öfters mal ins Wirtshaus gegangen, habe mir eher seltener mal geleistet, ins Restaurant zu gehen, habe Bücher gehabt, habe Schallplatten und so weiter und so fort, Sternhagen und so weiter. Heute würde ich mit dieser Konsumgüterausstattung ja, das sein, was man in Deutschland prekär nennt oder Unterschicht nennt. Also, so kann man das in der Bildzeitung lesen. Aus dem simplen Grund, dass die anderen Menschen, mit denen ich ja kommuniziere, die um mich herum die Gesellschaft bilden, ja, einfach mehr haben. Die haben jetzt dann nicht mehr wie ich damals ein Telefon mit Wählscheibe, sondern die haben eben ein Smartphone. Ja. Die machen eben nicht im Schwarzwald, sondern in Asien oder in der Karibik eben Urlaub. Das heißt, man muss nicht mal etwas verlieren, um in der sozialen Hierarchie zu sinken. Es reicht aus, nur nicht genauso schnell reicher geworden zu sein wie diejenigen, zu denen man gehören will. Das ist die kulturelle Wachstumsdynamik. Es reicht überhaupt nicht aus, wenn man über Wachstumszwänge redet, immer auf Kapital zu zeigen und dem Karl Marx Recht zu geben. Der hat ja vielleicht auch Recht, aber leider nur im Sinne der halben Wahrheit. Die andere Wahrheit ist eine Konsumkultur, die schlicht und ergreifend uns dazu bringt, aus defensiven Gründen zu konsumieren. Wir konsumieren nicht im gesteigerten Maß, um glücklich zu werden, sondern um das Unglück zu vermeiden, das uns dann droht, wenn wir zurückfallen hinter diejenigen, zu denen wir gehören wollen. Das ist also in allerkürzester Kurzform die soziale oder kulturelle Wachstumsdynamik. Jetzt fangen wir mal an, vorsichtig Strategien zu entwickeln, die aus diesen beiden Wachstumstreibern herausführen können. Und dann sind wir schon mit einem Bein in der Postwachstumsökonomie. Also angebotsseitige Wachstumstreiber zu tilgen, legt drei Strategiekorridore nahe, die sich nicht ausschließen, sondern die sich, wie ich finde, sehr schön ergänzen. Punkt 1, wir brauchen andere Unternehmen. Ich selber bin Aufsichtsratsvorsitzender der Oldenburger Energiegenossenschaft. Wir führen da gerade den Kampf David gegen Goliath. Wir wollen das Oldenburger Energienetz, also als Netzbetreiber haben und kämpfen gegen einen der größten Energiekonzerne Deutschlands, EWE heißen die. Unsere Genossenschaft ist nicht gegründet worden, um Eigenkapital zu verzinsen, sondern um den Menschen, die Mitglied der Genossenschaft sind, möglichst nicht zu teuer die ökologischsten Energiedienstleistungen zu vermitteln oder angedeihen zu lassen. Und alle Menschen in dieser Genossenschaft können mitentscheiden, weil das Genossenschaftsprinzip heißt One Man, One Vote. Heute würde ich sagen One Woman, One Man, One Vote. Ne? Ist klar. Und das ist nur ein Beispiel. Ich bin jetzt nicht verliebt in das Genossenschaftsprinzip, sondern mir geht es darum, klarzumachen, dass wir demokratischere und kleinere Unternehmensstrukturen brauchen, die sich von uns steuern lassen und die sich wieder orientieren an der Befriedigung der Bedürfnisse derjenigen, die an dem Unternehmen beteiligt sind. Das ist der eine Weg. So kann man vielleicht etwas gegen Renditen tun. Der zweite Weg ist eine Geldreform. Und diese Geldreform müsste zwei Dinge beinhalten. Erstens, wir müssen über den Zins nachdenken. Wäre eine Welt denkbar, in der es nur noch Geld ohne Zinsen gibt? Ich meine, ich komme aus Deutschland, ich muss ein bisschen aufpassen. Man kann sehr schnell die Kritik am Zins falsch verstehen. Sie wissen, dass die Nationalsozialisten mit Brechung der Zinsknechtschaft die ekelhafteste Kampagne eigentlich gestartet haben im ohnehin zu der Zeit grassierenden Antisemitismus. Also sich einfach hinzustellen und zu sagen, der Zins ist böse und muss abgeschafft werden, halte ich für nicht richtig. Das kann man auch nicht verordnen. Man kann nicht einfach per Dekret den Zins abschaffen. Man kann aber Gründe dafür materialisieren, keinen Zins mehr zu benötigen. Ein Beispiel. Wenn ich etwa mein Kapital, übrigens über eine Genossenschaftsbank namens GLS, mein Kapital einem Biohof zur Verfügung stelle, der mich ernährt, das tue ich zufälligerweise, der ist unweit von Oldenburg. Und ich jetzt zu der Bank sage, ha, ich will aber auch gerne, obwohl das jetzt ökologischer Landbau ist, einen ganz hohen Zins haben für mein Geld. Und sagt die Bank, na gut, wenn es sein muss. Dann muss aber dieses Unternehmen, das mich ja versorgt, weil es sehr nahe gelegen ist, und ich kenne ja auch die Menschen, die da arbeiten, die machen Direktvermarktung, okay, dann müssen die natürlich höhere Zinsen der Bank zahlen, weil sie ja von denen das Geld kriegen. Dann komme ich also auf den Wochenmarkt und sage, guten Tag, ich hätte gerne ein Brot, Käse, Joghurt, was man so kauft. Und plötzlich ist der Preis gestiegen. Ich sage, was ist denn das? Ja, dann sagen die Bank, ne, von der wir Geld brauchen, denn auch wir müssen eine Bank also praktisch nutzen, um Kapital zu besorgen. Die wollen plötzlich, weil deren Kunden
auch gierig geworden sind, wollen die mehr Zinsen haben. Ich glaube, dann würde mir die Schamröte ins Gesicht laufen, wenn das passieren würde. Deswegen tue ich es erst gar nicht. Ich will die ja unterstützen und unterstütze mich. Aber das Schöne, das Witzige daran ist, das Paradoxe, wenn das so doch liefe und ich den höheren Preis zahlen würde, dann würde ich quasi aus der Tasche das entnommen bekommen, was ich hier reingesteckt habe, über einen höheren Zinssatz oder Rendite, wenn es Eigenkapital gewesen wäre. Was ich damit sagen will ist, wenn wir eine Nähe schaffen zwischen Verbrauch und Produktion als Antithese zur globalisierten Wertschöpfungskette, würden wir wieder Empathie entwickeln, würden wieder die Transparenz haben, die es uns erlaubt, unser Geld dahin zu geben, wo wir glauben, dass es für uns selbst und für andere einen guten Dienst tut. Und dann muss man nicht unbedingt hohe Zinsen verlangen. Würden Sie Ihrem Bruder oder Ihrer Schwester Zinsen abknöpfen oder Ihrer Lebensgefährtin oder Ihrem Lebensgefährten, wenn Sie dieser Person Geld leihen? Verstehen Sie, Zinsen hat was damit. Zinsen sind im Prinzip Ausdruck von Angst, Ausdruck von Risiken, die man eingeht, sind Ausdruck von Anonymisierung. Sie sind Ausdruck vor allem einer Entgrenzung. Das heißt, das Ökonomische hat das Soziale, das Sichtbare verlassen. Die Rückkehr des Ökonomischen in das Soziale hinein, das heißt die Wiedereinbettung des Ökonomischen in das Soziale, würde bedeuten, dass über die Nähe, die Transparenz und die bessere Kontrolle ich diesen Risikoabschlag vielleicht gar nicht mehr brauche, sondern auch die Empathie oder das gemeinsame Interesse entwickeln kann für diejenigen, die mich in dem ökonomischen Nahraum versorgen. Auf diese Weise könnte man dann auch wirklich ein Geld einführen, das gar keinen Zins mehr hat, eine sogenannte Regio-Währung, wie der Chiemgauer das ist. Wir Franken sind ja auch so ein System, das ganz interessant ist, aber das ist natürlich jetzt keine regionale Währung, aber trotzdem ein ganz spannendes Projekt, muss ich ehrlich sagen. Das heißt Projekt, das ist ja schon eine lange existierende Institution. Aber in Deutschland haben wir eben etwa 28 solcher Lokalwährungen und Regionalwährungen, die wir auf diese Weise deglobalisiert als Verbindung, als Koordinationssystem eben für nahegelegene Unternehmen institutionalisieren. Und die sind nicht nur zinslos, sondern die haben sogar einen Negativzins. Damit wird verhindert, dass jemand auf die Idee kommt, das Geld zum Spekulieren zu nehmen, es dem Geldkreislauf zu entziehen. Und damit das Geld anders zu nutzen als zum Tauschen. Geld ist ein Tauschmittel und eben kein Wertaufbewahrungsreservoir. Das ist das Entscheidende. So, eine zweite Form der Geldreform wäre der sogenannte Vollgeldansatz. Josef Huber, wie ich höre, ist schon anscheinend auch in der Schweiz inzwischen bekannt geworden, der also gesagt hat, wir müssen die vollkommen unbegrenzte, beliebige, fast anarchistische Geldschöpfung der Geschäftsbanken, die müssen wir stoppen. Ein Vollgeldansatz, übrigens auch der Hans-Christoph Binswanger, den Sie bestimmt kennen, tritt dafür ein. Ein Vollgeldansatz würde bedeuten, dass eine normale Geschäftsbank nur so viel Kredite vergeben darf, wie zu 100% an Geldeinlagen wirklich da ist. Denn heute ist ja das Kreditvolumen einer Geschäftsbank, also was es an Krediten zu vergeben gibt, überhaupt nicht gekoppelt an das, was auch wirklich an Einlagen da ist. Dies wäre auch eine Bremse, eine Wachstumsbremse. So, und jetzt kommt der dritte Bereich, das ist der wichtigste. Kürzere Wertschöpfungsketten. Alles, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, weniger Renditen durch andere Unternehmensformen, geringere Zinslasten durch eine nahräumige und über andere Währung funktionierende Wirtschaft, das dient nur dazu, das eingesetzte Kapital zu entschärfen. Aber wie wäre es dann mit der harten Tour, das Kapital sogar zu ersetzen, es zu pulverisieren, indem man eine Form der Versorgung wählt, die gar nicht mehr von Kapital abhängt? Kapital, das ich nicht brauche, kann auch keiner Wachstums- und Verwertungsdynamik unterzogen werden. Das ist die harte Tour. Das geht weit über marxistische Ansätze hinaus. Der Marxismus übt sich darin, Kapital zu befriedigen, indem man es sozusagen von Wachstumszwängen über eine Vergesellschaftung irgendwie einhegt. Ich behaupte, das reicht nicht. Wir müssen die Industrie zurückbauen, damit wir weniger Kapital brauchen. Denn es ist ja die industrielle Versorgung, die die Welt so kapitalabhängig gemacht hat. Und eine Entmonetarisierung, da sind wir dann tatsächlich auch bei Andrea Bayer und den offenen Werkstätten, die heute schon angekündigt wurden, den Gemeinschaftsgärten. Wir sind dann bei Tauschringen, wir sind dann bei reiner Selbstversorgung. Kann das gehen in einer modernen Wirtschaft? Ich glaube ja. Bevor ich das erkläre, will ich nochmal deutlich machen, die Subsistenz, das heißt der Rückbau der Industrie,
ist eigentlich das beste Mittel, um Wachstumstreiber, die auf der Angebotsseite zu verorten sind, zu tilgen. Kommen wir jetzt zu den nachfrageseitigen Wachstumstreibern und den Möglichkeiten ihrer Tilgung. Hier hilft nur eine Suffizienzrevolution, eine Entrümpelung, eine Befreiung vom Überfluss. Geht das in einer modernen Gesellschaft? Das ist das Letzte, was ich jetzt noch ganz kurz erläutern will, weil das genau sind die beiden Wege in Richtung Postwachstumsökonomie. Das heißt, die Logik der Reduktion bedeutet, auf der Nachfrageseite eine andere Kultur zu entwickeln und zu stabilisieren, nämlich die Suffizienz als Strategie des Abwurfs von Ballast. Verzicht kommt hier nicht vor, das erkläre ich gleich. Und die andere, nämlich die Angebotsseite, bedarf einer Deindustrialisierung und vor allem Deglobalisierung über Subsistenztendenzen. Also es wird nie so gehen, dass wir uns wieder komplett selbst versorgen. Mir geht es, und das werde ich nachher deutlich machen, um eine Balance. Dies ist eben eingebettet in ein Gesamtkonzept, das habe ich Ihnen schon gezeigt. Wir sind also jetzt auf der rechten Seite angelangt. Und ich möchte Ihnen jetzt eine Logik der Suffizienz vorstellen, die erstens nichts mit Verzicht und zweitens nichts mit Ethik zu tun hat. Das übrigens überhaupt nicht heißt, dass ich mich von ethischen Grundsätzen entferne, im Gegenteil. Aber ich möchte sogar mit denen ins Gespräch kommen, die sagen, Ethik ist kein Kompass für die Entwicklung von Ökonomien, was natürlich Quatsch ist, aber gut, selbst wenn. Dies, was ich Ihnen hier aufgezeichnet habe, das ist die Mathematik des Glücks. Denn Wirtschaftswissenschaftler machen das immer so, dass sie jeden Sachverhalt, auch jeden sozialen Sachverhalt, versuchen zu mathematisieren. Was da zu sehen ist, das ist ein ganz simpler Zusammenhang. Der Nutzen, das Glück, die Zufriedenheit, subjektives Wohlbefinden, das steigt, wenn wir uns einen Input verabreichen. Normalerweise bildet eine solche Nutzenfunktion einen Zusammenhang ab zwischen der Menge des Konsums und unserem Wohlbefinden. Und das ist dann immer eine steigende Funktion. Was ich hier ketzerischerweise auf die Folie gebracht habe, ist eine ganz, ganz verkürzte Wiedergabe einer eigenen, von mir vorgelegten Rekonstruktion der Entstehung von Glück durch Konsum. Was brauche ich denn, um zu konsumieren? Viele sagen Geld. Naja, aber die meisten Menschen, denken Sie nochmal an die Sache mit den Antidepressiva und den Nullerjahren in Deutschland, die meisten Menschen haben wahnsinnig viel Geld und sind trotzdem nicht glücklich. Wie kann das sein? Ganz einfach, ich behaupte nicht Geld, sondern Zeit ist der Engpassfaktor, der uns davon abhält, durch Konsum glücklich oder glücklicher zu werden. Warum? Es ist nicht möglich, das ist die erste der beiden Prämissen, die ich hier nur aus Zeitgründen kurz vorstellen kann, es ist nicht möglich, durch eine Konsumhandlung bei sich selber einen Stimulus auszulösen, der im Endeffekt in das einmündet, was man auch nur im weitesten Sinne als Glück bezeichnen könnte. Alles, was ich tue, was ich kaufen kann oder was ich an Dienstleistungen irgendwie abrufen oder an mir selber verrichten kann, kostet Zeit. Ich mache das mal vor. Nicht mal Wasser zu trinken, ja, ist möglich, ohne Zeit zu verausgaben. Und die Zeit konkurriert mit anderen Verrichtungen. Ich konnte nicht gleichzeitig sprechen. Ich hätte es ja mal versuchen können, aber das hätte hier eine Sauerei gegeben. Ein Stück Kuchen zu essen kostet erstens die Zeit des Essens. Wenn Sie den Kuchen wie so ein Krümelmonster so reinstopfen, dann ist zwar der Kuchen weg, aber was haben Sie denn dabei gespürt? Das geht doch nicht. Oder wenn Sie eine Flasche Bier trinken, natürlich können Sie die so runterkippen, ja. Aber hat das dann auch geschmeckt? Ich meine, betrunken werden Sie schon, aber es ist doch nicht der Sinn des Betrunkenwerdens beim Biertrinken. Bei Wein müssen Sie noch mehr Zeit quasi in Anspruch nehmen. Zeit, die Sie nie wiederkriegen. Zeit, von der Sie nie genug haben können. Und doch ist die Zeit, die Sie haben, leider nicht vermehrbar. Nochmal zurück zum Kuchen. Wenn ich an einer Bäckerei vorbeigehe und auch nur anhalte vor dem Schaufenster, um den Kuchen zu identifizieren, der da feilgeboten wird, habe ich schon Zeit verbraucht. Die Sauerei am Konsum ist, dass selbst die Vorbereitung der eigentlichen Nutzung des Konsumobjektes sogar Zeit kostet. Die Entscheidung zu treffen zwischen Marzipantorte und Pflaumenkuchen kann einen in echte Zeitnot bringen, wenn man zufälligerweise beides mag. Wenn man dann sagt, okay, ich mache es ganz schnell, ich nehme ein Stück Marzipantorte und Pflaumenkuchen, dann muss ich beides essen. Das kostet auch wieder Zeit.
Damit das rutscht, muss ich auch noch eine Tasse Kaffee bestellen. Die zu trinken verlängert leider den Zeitinput auch nochmal, um das zu mir zu nehmen. Wenn ich übermorgen losgehe und mir ein neues Notebook kaufen will, was meinen Sie, wie viel Zeit ich inzwischen bräuchte, um die Vielfalt der Möglichkeiten auch nur zu identifizieren, auszuwerten, zu selektieren, abzuwägen, um dann eine Entscheidung zu treffen? Dann muss ich mich noch entscheiden, nehme ich Linux oder nehme ich Mac oder nehme ich Windows. Ja? Und wenn ich mich dann für was entschieden habe, was ich noch nicht kannte, wie viel Zeit brauche ich, um mich dann einzuarbeiten, damit es funktioniert? Ich habe gerade neulich versucht, ein Xubuntu-System, das ist ein Linux-System, dazu zu bringen, ein 56K-Modem zu erkennen. Was meinen Sie, wie viel Zeit das gekostet hat? Und ich habe es nicht mal geschafft. Jetzt habe ich Linux Mint. Das hier ist allerdings kein Linux. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Der Tag hat nur 24 Stunden. Abzüglich Essen, Schlafen, Körperpflege, Hygiene, Arbeiten. Und was dann übrig bleibt, ist die Zeit, die Sie nicht vermehren können. Das ist die frei disponible Konsumzeit, die Sie jetzt aber auf ein immer größeres Quantum an Möglichkeiten verteilen müssen, sodass die einzelne Möglichkeit ein immer geringeres Quantum an Zeit verabreicht bekommt und Sie dann keine Chance haben, die Sachen so auszukosten, wie es nötig ist, um einen Stimulus, eine emotionale Reaktion bei sich auszulösen, die was zu tun haben könnte mit Glück. Und wissen Sie, was noch gemeiner ist? Dass selbst die Entscheidung gegen Konsum Sie Zeit kostet. Ein Beispiel, ich bin ja heute hier mit der Eisenbahn angekommen, in einem Großraumwagen. Alle um mich herum haben die schicksten Samsungs und Apple iPhones und die schicksten Ohrhörer und bewegen sich damit. Und ich bin einer, der sowas nicht hat. Und ich werde jedes Mal, wenn ich in der Bahn sitze, immer wieder konfrontiert damit. Ja? Und denke, Mensch, Nico Pech, musst du dir nicht doch jetzt endlich mal so ein Gerät kaufen? Dann denke ich nach, das kostet Zeit. Und dann sage ich, nein, aber das hat wieder Zeit gekostet. Das heißt, in einer reizüberfluteten, in einer konsumverstopften Welt kostet es Sie sogar schon Zeit, im Möglichkeitenraum, also im Möglichkeitenraum der Konsumselbstverwirklichung zu navigieren, überhaupt noch klarzukommen. In so einer Welt heißt Suffizienz eben nicht Verzicht, sondern Selbstschutz. Selbstschutz davor, Kehre zu werden. Selbstschutz davor, oberflächlich zu werden. Selbstschutz davor, unglücklich zu werden, durch zu viel Reize, durch zu viel Konsum. Suffizienz heißt, die Kunst des Glücklichseins im Konsum neu zu erlernen, neu zu buchstabieren. Und die besteht darin, sein Leben zu entrümpeln, sich frei zu machen, sich zu immunisieren gegenüber von Reizen und von Konsumobjekten, die man gar nicht mehr verarbeiten kann. Um dann aber nach dieser Entrümpelung das übrig zu lassen, was dann wirklich bedeutet, das sind die Dinge, die wichtig sind. Das sind die Dinge, auf die ich mich konzentriert einlassen kann. Das sind die Dinge, die ich virtuos beherrsche. Das Paradoxe also ist, dass die Suffizienz als eine Form der Genügsamkeit, der Befreiung vom Überfluss, den Konsum nicht verteufelt, sondern ihn aufwertet. Denn nach dieser Entrümpelung ist es ja so, dass das, was dann übrig geblieben ist, einen umso höheren Nutzen stiftet, weil ich für diese Dinge die Zeit habe, die es braucht, um die Sachen stressfrei, genussvoll, wirklich zu nutzen. Ja? Das ist die Logik der Suffizienz. So, jetzt kommt der letzte Akt, da bin ich auch gleich fertig. Jetzt kommen wir zur Angebotsseite. Leises Räuspern, jetzt wird es kompliziert. Nein, alles Quatsch. Das ist ganz einfach hier. Also, das hier sind die drei Versorgungssysteme, die wir kennen in einer modernen Industrie- und Konsumgesellschaft. Das erste Versorgungssystem, nämlich der Bezug solcher Güter, die das Resultat einer entgrenzten, kapitalschweren Industrialisierung sind, habe ich ja schon vorgestellt, mit allen Konsequenzen. Eine Konsequenz übrigens ist folgende: Jemand, der sein Leben perfekt zu 100% abdeckt, nur durch Leistungsbezug aus diesem Sektor, ist daran erkennbar, dass er dann ausstirbt, wenn alle Supermärkte der Welt 4 Wochen geschlossen haben. Weil der Marsch in den Wohlstand, in die Konsumwelt, bedeutet, alle Fähigkeiten natürlich verloren zu haben, die es braucht, um auch ohne Geld, ohne Industrieversorgung irgendwie etwas beitragen zu können zur eigenen Versorgung. Gut. Der mittlere Bereich, die Regionalökonomie, habe ich eigentlich auch schon implizit heute erwähnt. Andere Unternehmen, anderes Geld, mehr Arbeitsintensität, weniger spezialisierte Wertschöpfungsstufen, weniger Maschinen- und Automatisierungseinsatz, mehr Kunst und
Okay, ich sagte es bereits. Mehr Handwerk, also mehr substanzielle und manuelle Befähigung. Aber in diesem Bereich haben wir immer noch die Vorteile der nicht der industriellen, aber der unternehmerischen Arbeitsteilung. Da haben wir also eine geringe Kapitalintensität und viel mehr Arbeitseinsatz. Und schließlich als dritte Möglichkeit der Versorgung die reine Selbstversorgung, Subsistenz. Selber machen, reparieren, gemeinschaftlich nutzen mit anderen. Ohne Geld, ohne Rohöl, ohne Märkte, ohne Unternehmen. Und eine Postwachstumsökonomie würde darauf beruhen, schon aus ökologischen Gründen, eine neue Balance herzustellen zwischen diesen drei Bereichen, in dem nämlich der Bereich geschröpft wird, auf die Hälfte, um dann die beiden anderen Bereiche zu stärken. Aber dieser Rückbau soll auch bezwecken, die Kapitalintensität zu verringern, um damit die systematischen angebotsseitigen Wachstumszwänge auch zu kurieren. Einer Postwachstumsökonomie würden wir, wenn wir, wie gerade schon von mir angesprochen, wenn wir diesen Bereich um die Hälfte senken, würden wir den Abschied feiern von der 40-Stunden-Woche. Das ist kein Badeurlaub, weil wir würden dann, wenn wir die dann verbliebene Arbeitszeit, die monetär entgolten ist, wenn wir die auf alle Menschen gerecht verteilen würden, würden durchschnittlich betrachtet in einer 20-Stunden-Woche leben. Und mit 20 Stunden kann man natürlich schon Geld verdienen auch. Man kann konsumieren. Ach, und wenn Sie mir gerade folgen konnten, in meiner Logik der Suffizienz würden Sie eigentlich sowieso jetzt sagen können, ach, wir brauchen ja auch, wenn wir die Logik der Suffizienz verstanden haben, weniger Geld, weniger Produktion, weniger Arbeitszeit. Also können wir diesen Sektor auch zurückbauen, aber niemals auf Null. Nun können wir einen Blick werfen auf die 20 freigestellten Stunden und fragen, was machen wir denn damit? Die können wir einsetzen im Sinne von Subsistenz. Was ich Ihnen hier zeige, ist eine Prosumentin, keine Konsumentin, eine Prosumentin, die im Jahre 2050 in Zürich lebt, wo dann eine Postwachstumsökonomie inzwischen etabliert wurde. Wetten? By design or by disaster. Wir können uns das aussuchen. Diese Person ist hochgebildet, ziemlich glücklich, glaube ich, arbeitet 20 Stunden, ganz normal arbeitsteilig, also gegen Geld. Jetzt hat diese Person drei Ressourcen frei. Die wurden freigesetzt, dadurch, dass sie nicht mehr 40 Stunden arbeitet. Drei Ressourcen, die die Basis bilden für urbane Subsistenz. Und diese urbane Subsistenz oder Selbstversorgung ist eine Ergänzung dessen, was man sich für 20 Stunden leisten kann. Erstens eigene Zeit, zweitens handwerkliche Kompetenz, drittens soziales Kapital. Ein Beispiel. Wenn sich zwei Prosumentinnen und dann noch ein Prosument, also drei Leute in einer Nachbarschaft, in einem Freundeskreis, in einer Peergroup oder in einem sonstigen sozialen Netz irgendwie begegnen und folgende Rechnung aufmachen. Wir drei arbeiten nur noch 20 Stunden und haben nicht alles Geld der Welt. Eine von diesen drei Personen hat sich ein Auto geleistet, ein kleines, hat sich dabei aber finanziell auch so verausgabt, dass für viele andere Gegenstände, die heute noch normal sind, das Geld nicht reicht. Wenn diese Person jetzt den beiden anderen anbietet, das Auto mitbenutzen zu dürfen und als Gegenleistung dafür hier mal eine Digitalkamera, da eine Bohrmaschine, da ein Rasenmäher oder irgendwas anderes mitnutzen darf, dann haben wir ein System entwickelt, mit der wir auf subversive Art der Industrie ein Schnippchen schlagen. Wir würden nämlich, wenn immer drei Leute das so machen, die Automobilindustrie dazu bringen können, nur noch ein Drittel zu produzieren. Wir brauchen nämlich nur noch ein Drittel der Autos, ein Drittel der Bohrmaschinen, ein Drittel der Rasenmäher, ein Drittel der Digitalkameras. Gemeinschaftsnutzung ist urbane Subsistenz. Das Zweite ist, Und dafür braucht man soziales Kapital. Soziales Kapital, ich wandle diesen Begriff ein bisschen ab, der kommt ja aus der Soziologie, ist der Vorrat an Beziehungen zu anderen Menschen, die eine Basis bilden für eine vertrauensvolle, verlässliche Austauschbeziehung. Denn man muss sich schon vertrauen können, sich aufeinander verlassen können. Wenn nun in diesem Dreiernetzwerk, es können noch 30 Leute sein logischerweise, dann reicht aber nicht mehr ein Auto. Wenn in diesem Dreiernetzwerk also dieses soziale Kapital da ist, kann man solche Beziehungen eingehen. Jetzt sagt eine von den drei Personen, ich arbeite in einem Gemeinschaftsgarten und der Ernteanteil, den ich kriege, ist viel zu viel für mich. Ich kann euch was abgeben. Dann sagt die zweite Person, ich arbeite überhaupt nicht im Garten, das liegt mir nicht, aber ich backe Brot, ich gebe dir als Gegenleistung Brot. Was braucht es, um im Gemeinschaftsgarten Überschüsse zu produzieren oder Brot zu backen? Erstens eigene Zeit.
Nichts wächst auf Zuruf, sondern man muss diese Beete, man muss das alles auch irgendwie pflegen, ernten. Das ist eigene Zeit. Und es braucht handwerkliche Kompetenz. Man muss das Gärtnern lernen. Und beim Brotbacken genau dasselbe. Man muss schon irgendwie die Befähigung haben, Brot zu backen. Das ist ein Minimum an handwerklicher Kompetenz und Zeit. Damit wird Zeit zu einer Ressource. Zeit ersetzt Rohöl, Zeit ersetzt Geld, Zeit ersetzt Industrie und Globalisierung. Ja? Und das Dritte, was man tun kann, ist, Dinge reparieren. Wenn ich einen Teil meiner Zeit und meiner handwerklichen Kompetenz der Reparatur von Textilien widme, in der Lage bin, eine Hose auch mal zu flicken, wenn es sein muss, und ein Jackett, sodass ich diese Dinge im Durchschnitt doppelt so lange nutzen kann. Wenn man das mit Notebooks macht, mit Möbeln, mit Fahrrädern, mit Dachrinnen, sogar mit Autos, dann können wir die Nutzungsdauer dieser Dinge vielleicht verdoppeln. Das ist der dritte subversive Trick, um die Industrie reinzulegen. Wir würden dann die Halbierung der Produktion möglich machen. Und natürlich in diesem Netzwerk ist es so, die eine von den drei Personen kann aus zwei schrottigen Notebooks ein lauffähiges machen. Aber die kann keine Fahrräder reparieren. Das kann die zweite Person. Und die dritte Person kann das, was ich zuerst gesagt habe, kann Textilien reparieren. Also eigene Produktion, Gemeinschaftsnutzung, Nutzungsdauerverlängerung, basierend auf beliebigen, fantasiereichen Kombinationen dieser drei Ressourcen. Das ist urbane Subsistenz. Und diese urbane Subsistenz ist kein Mittelalter und keine Steinzeit, sondern sie ist nichts als eine Ergänzung der immer noch modernen Ökonomie. Und jetzt kürze ich ein bisschen was ab, um die Zeit nicht zu lang werden zu lassen. Dann können wir nämlich gleich diskutieren. Nur noch eine Zusammenfassung. Wir haben also hier die 40-Stunden-Woche in dem globalen Konsumkäfig, logischerweise. Und der Übergang, die Transformation zu einer Postwachstumsökonomie würde im Resultat dazu führen, dass wir ein Vier-Schichten-Modell haben. Die erste Schicht heißt abräumen, entrümpeln, nicht? Ballast abwerfen. Sachen, die erstens Zeit kosten, zweitens Geld kosten, drittens unser Leben verrümpeln und viertens auch noch die Ökosphäre in der Produktion, Nutzung und Entsorgung belasten. Aber nicht alles. Wie gesagt, bis zu dem Level, wo wir sagen, hey, das ist genau das richtige Maß, um auch durch Konsum durchaus glücklich zu sein. Die zweite Schicht, urbane Subsistenz durch eigene Zeit, handwerkliche, manuelle, künstlerische Kompetenz und soziale Beziehungen, eben Gemeinschaftsproduktion, Gemeinschaftsnutzung und Nutzungsdauerverlängerung zu bewerkstelligen. Und dann kommen die Bereiche, die wir nie entrümpeln können, die wir nie als Subsistenzleistung darstellen können. Die können wir versuchen, in der regionalen Ökonomie durch Unternehmen produzieren zu lassen. Und dann gibt es Sachen, wie zum Beispiel dieses Notebook, die werden wir auch nicht in der regionalen Produktion haben. Die wachsen nicht am Baum, ja, mit Demeter-Siegel. Das geht nun mal nicht. Diese Dinger, diese Mistviecher kommen leider aus China. Aber wenn ich dieses Ding, übrigens, es gehört mir nicht, ich habe kein Notebook, es gehört der Uni, das teile ich mir mit zwei Leuten. Wenn ich mir so ein Ding mit zwei Leuten teile und B, in der Lage bin, die Festplatte, Arbeitsspeicher, die Scharniere, Disklaufwerk, Netz und so weiter selber zu ersetzen, wenn es kaputt ist, dann brauche ich doch nur noch die Hälfte davon, vielleicht sogar nur ein Viertel. Deswegen reicht auch dann nur noch ein Bruchteil dieser globalen Arbeitsteilung, die also nicht abgeschafft wird. Jetzt reicht es auch für heute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Vielen Dank an Nico Pech für diesen sehr, sehr ausführlichen, doch kurzen, aber ausführlichen Vortrag. Jetzt möchte ich noch Fragen abholen oder Anmerkungen. Und da geht Fred im Publikum rum und verteilt das Mikrofon genau. Ja, hört man das? Für mich ist die wichtigste Frage die nach dem Pfeil zwischen dem Vorher und dem Nachher. Denn ich denke, den Zustand danach, den finden wir alle gut, die wir hier sind, eine verschwindende Minderheit in der Gesamtgesellschaft, die vielleicht sogar den Wohlfühlbereich
zu verlassen bereit ist. Man könnte mal rumfragen, wer hier hat kein Mobiltelefon. Aber die Frage ist doch, wo kommen wir von A nach B? Wie machen wir das mit dem Pfeil? Und warum ich das frage, ist auch als Angehöriger einer Direktdemokratie, wo wir Meinungsäußerungen auf politischer Ebene ja wirklich abgeben können, da ist ja ein Phänomen zu beobachten, dass man eher den als nicht befriedigend empfundenen Status quo aufrechterhält, weil man nicht genau weiß, was die Zukunft bringt. Und das ist ja bei dem Modell auch so. Das sieht schön aus, aber ich denke mal, viele Leute haben Angst. Und ein zweites Ding ist, die Eigenzeit, das geht gut, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Wenn man die erhöhen kann, geht das gut. Bloß unser soziales Umfeld zieht da vielleicht nicht so mit und dann ist die Gefahr von Vereinsamung etc. ziemlich groß. Und das wären Fragen, wie löst man sowas, vor allem auch außerhalb des urbanen Raums, wo man ja diese Möglichkeit hat, Peergroups zu bilden, indem man sie sich aussucht und nicht wie auf dem platten Land irgendwo in eine Dorfgemeinschaft reinwächst, die nicht unbedingt große Sympathien für diesen Entwurf hat. Sammeln oder direkt antworten? Direkt, okay. Ja, der Übergang ist natürlich nicht leicht, aber die Frage ist ja, geht es darum, die ganze Gesellschaft dazu zu bringen, diesen Übergang zu vollziehen, oder könnte es für mich nicht ausreichen, eine Avantgarde anzusprechen? Also die Minderheit, diese in der Tat verschwindend geringe Minderheit einer modernen Konsumgesellschaft, die sich das anhören will und die darin sogar eine Bestätigung für jene Praktiken sieht, die jetzt auch schon vorhanden sind, die also ein Stück weit kompatibel sind mit ja eben postwachstumstauglichen Bedingungen. Also ich habe es mir abgewöhnt, als Wirtschaftswissenschaftler immer die Politik oder die Gesellschaft als Gesamtes anzubeten und zu hoffen, dass ich über schöne Argumente oder über andere Formen der Überzeugungskraft irgendwie einen Stein ins Rollen bringe. Jede Chance, Mehrheiten zu gewinnen, ist lächerlich, also existiert einfach nicht. Gesellschaftlicher Wandel allerdings vollzieht sich, wenn es ein schwieriger Wandel ist, wenn es ein reduktiver Wandel ist, vollzieht sich ohnehin nicht dadurch, dass man Mehrheiten gewinnt, sondern dadurch, dass man also Pioniere, dass man Plattformen, dass man eine Avantgarde oder Rettungsboote kreiert, auf denen sich diejenigen vernetzen, die letzten Endes schon rein praktisch, nicht nur mental, rein praktisch vorwegnehmen, was dann auf den Rest der Gesellschaft zukommt, wenn griechische Verhältnisse eintreten. Oder wie ich heute schon sagte, der Preis für ein Barrel Rohöl bei 150 oder 200 Dollar landet. Eine andere Chance gibt es nicht. Es ist vorbei. Wir sind an der Ausfahrt in Richtung Nachhaltigkeit, sind wir vorbeigerauscht. Da, wo es noch möglich gewesen wäre, vorsorglich, vernunftgeleitet, als Resultat eines kollektiven demokratischen Prozesses einzusehen und einzulenken im Hinblick auf eine Reduktion unserer Ansprüche. Das ist vorbei. Wir können jetzt nur noch gucken, wie wir Menschen als Individuen dazu befähigen, sich in so einer Situation möglichst zu retten, die auf uns zukommt. Wenn in Griechenland geübt worden wäre, wie man mit weniger Geld auskommt, wie man wieder die Ressourcen reaktiviert, die es braucht, um so ein Modell aufzubauen, wäre der Fall nicht so tief und nicht so schmerzhaft gewesen. Deswegen ist auch der Übergang ein Übungsprogramm, kein Programm der Überzeugung. Das haben Sie auch gesagt. Das wissen sowieso alle, worum es geht. Aber viele nennen das inneren Schweinehund, andere nennen das Routinen. Wiederum andere sagen, es sind kulturelle Barrieren. Ich gehöre eigentlich eher zu den Praxiologen, die also sagen, dass die einzig mögliche handlungswirksame Nachhaltigkeitskommunikation darin besteht, die Praktiken selbst zu vollführen, die man auch anderen aus welcher Warte heraus auch immer empfehlen möchte oder die man auch der Politik gegenüber einfordern möchte. Und diese Praktiken, diese sozialen Praktiken, die brauchen einen Raum. Und da haben Sie recht mit dem, was Sie gerade gesagt haben. Der Einzelne wird sofort ein Outsider, er wird ein Sektierer, er ist nicht mehr kulturell anschlussfähig. Aber es ist doch nun auch kein Hexenwerk, Plattformen zu schaffen. Denken Sie an die Transition-Bewegung. Denken Sie an viele andere Dinge, die heute schon, etwa die Danach-Bewegung, ich unterstelle einfach mal, dass ich das so hier mit einfügen darf, oder Neustart Schweiz, ne? So heißt, glaube ich, ein Netzwerk. Dann die ganze Do-it-yourself, Urban Gardening, die Repair-Bewegung. Ich habe jetzt in Oldenburg ein Repair-Café ins Leben gerufen. Dieses Repair-Café soll nicht in Oldenburg die Welt retten.
schaffen wir nicht. Das ist eine Plattform, wo zig Leute plötzlich auftauchen, die sich gegenseitig erkennen als welche, die etwas Ähnliches wollen. Und aus dem Repair-Café kann dann mehr werden. Das gilt für einen Urban Garden, für einen Transition Town, für den Oldenburger Verschenkmarkt, den Sie vielleicht auch kennen mögen. Genauso, diese kleinen Plattformen zu gründen, heißt nicht eine Massenbewegung zu haben, sondern heißt, neue Praktiken in Erscheinung zu bringen. Und diese Plattformen dürfen nicht den Rückzug ins Private oder in die Individualisierung bedeuten. Die müssen richtig laut sein. Die brauchen eine Bühne. Die müssen auch die Klaviatur der Medien beherrschen, um das immer wieder auch ins Bewusstsein zu rufen, um denjenigen, die davon erst keine Kenntnis nehmen wollen, denen zu zeigen, es gibt diese Praktiken und sie machen sogar Spaß. Die Leute haben ein Lied auf den Lippen, die so etwas machen. Das ist die Möglichkeit, die man hat. Und man kann aus dieser Warte heraus natürlich auch politischen Widerstand organisieren. Nur wir haben so viel politischen Krimskrams an Forderungen entwickelt. Ich bin bei Attac, aber leider nicht sehr aktiv. Die Occupy-Bewegung, Gräber ist heute genannt worden, das sind alles leider nur Hülsen, weil viele Menschen, die da mitmachen, virtuos im Fordern sind, aber nicht konsequent genug darin sind, das auch zu übersetzen in Lebensstile und Projekte, die kompatibel sind. Das größte Problem, das die Politik hat in Europa, damit mit so etwas ernst zu machen, ist Angst vor den Wählern, Angst davor, die Menschen zu überfordern. Und sie würden uns überfordern. In so einer Welt zu leben, das setzt voraus, geübt zu haben, damit klarzukommen. Man muss üben, weniger Fleisch zu essen. Man muss üben, nicht zu fliegen. Man muss üben, einen Rechner mit anderen zu teilen. Man muss üben, ein Jackett 20 Jahre lang zu tragen. Das fällt nicht vom Himmel, das muss man aushalten. Und es springt keiner ins Wasser, wenn er das Schwimmen verlernt hat. Und wir haben das Schwimmen verlernt. Und das weiß auch die Politik. Deswegen ist das kein Wunder. Die ganze Beschimpfung der Politik, an der ich mich ja auch manchmal vor allem nach 2 Gläsern Bier beteilige, ist letzten Endes nicht ganz fair. Weil wir es der Politik ja auch gar nicht leicht machen, also Leitplanken zu setzen, die tatsächlich eine Wirtschaft ohne Wachstum dann möglich machen. Wir müssen der Politik die Angst davor nehmen, uns zu überfordern. Das heißt aber, dass wir wirklich auch ernst machen müssen, nicht in den Massen. Es reicht dann aus, genug dezentral verteilte unterschiedliche Rettungsboote zu haben, wo wir die sozialen Praktiken haben, wo wir uns gegenseitig stärken in der Kultivierung von reduktiven, postwachstumstauglichen Lebensstilen. Und das andere ist das Schicksal und der Kollaps. Weil, ich meine, wir können ja hier eine Wette abschließen. Also wann die nächste oder übernächste Finanzkrise kommt und den Laden sturmreif schießt. Aber wenn wir wenigstens einige Rettungsboote entwickelt haben, können wir sogar den anderen Menschen in einer modernen Gesellschaft die Angst nehmen vor der Zukunft, indem wir zeigen, guck her, es geht. Und es ist nicht mal ein großes Unglück, es ist kein Gang nach Canossa. Deswegen sind die kleinen, aber feinen Pioniere, die Projekte und Netzwerke so wichtig. Deswegen dürfen und brauchen wir uns nicht frustrieren lassen dadurch, dass wir keine Massen erreichen. Die kommen dann schon, die Massen, wenn der, ich habe es jetzt zum dritten Mal dann gesagt, der Ölpreis hoch ist oder die Finanzkrise viele Dinge zusammenbrechen lässt. Das ist die Gunst der Stunde. Aber man darf da nicht fatalistisch sein, sondern muss sagen, sich darauf vorzubereiten, das lohnt sich. Ja? Das wird eine Party, weil wir wollten sowieso immer weniger Konsum, haben es aber nicht hingekriegt und dann machen wir endlich ernst. Ich habe 2 Fragen. Das eine ist die Pensionskassen. Wir sind ja auch ganz, ganz ängstlich, was das Alter anbelangt. Die Pensionskassen machen aus Geld noch mehr Geld und das soll uns dann dienen, damit wir dann in aller Ruhe die Zeit, die wir da nicht gehabt haben, genießen können. Das ist die eine Frage. Was haben Sie für Vorschläge in diesem verbockten System, wo alle müssen? Mir wird immer gesagt, ja, ich muss halt, oder? Sonst geht es nicht. Die zweite Sache ist das Bevölkerungswachstum. Wir haben alle 12 Jahre etwa 1 Milliarde mehr Menschen auf der Erde, die konsumieren alle. Und es gibt eine Zahl, die sagt, dass es 80 Millionen ungewollte Schwangerschaften gibt pro Jahr. Was haben Sie da schon an Studien? Ja, mit den Pensionskassen, ich hoffe, ich habe Sie da richtig verstanden. Aber ich meine, Sie meinen damit also, dass ja ein soziales System benötigt wird, Alterssicherung beispielsweise und dergleichen. Bitte? Das heißt, zweite Säule, es macht aus Geld noch mehr Geld. Es gibt eine erste Säule, da bezahlen die Jungen für die Alten und die zweite Säule, die macht aus Geld Geld. Na gut, ist klar.
also eine kapitalbasierte Alterssicherung, logisch, diese Systeme. Es gibt da noch ein paar andere, die kennt man. Okay, mein Punkt ist folgender. Der Staat hat ja auch ein Problem, nicht, wenn wir die geldbasierte Wertschöpfung um die Hälfte reduzieren. Und da kann man schon Angst kriegen und sich fragen, verflucht, wer jetzt da nicht reinpasst oder doch auch arbeitslos ist und auch keine guten Möglichkeiten hat, teilzuhaben an Konzepten der urbanen Subsistenz, fällt denn so jemand dann ins Bodenlose? Meine Antwort würde lauten, unter gar keinen Umständen darf das sein, weil der Staat wird hier nicht etwa aus der Verantwortung entlassen. Wenn Sie mich fragen, ich habe natürlich auch noch eine Folie, wo die ganzen politischen Vorschläge aber nur in Kurzform mal drauf sind. Also wenn Sie mal umgekehrt fragen, was ein moderner Staat in Europa tun müsste, um in einem ersten Schritt die Bedingungen und Möglichkeiten einer Postwachstumsökonomie näher an uns heranzuführen, dann muss der gar nicht auf die Bremse treten, sondern der muss einfach nur vom Subventionspedal gehen. Die wirklich absolut skandalösen, also ökologisch und sozial skandalösen Subventionen in Deutschland etwa, aber auch EU-weit, sind ja nur nötig, um eine Wachstumsdynamik am Laufen zu halten, die ohne diese Subvention gar nicht funktionieren würde. Aber wenn ich gar keine Wirtschaft mit Wachstum mehr will, brauche ich doch diese Subvention nicht, was übrigens ökologisch wunderbar wäre. Aber dann hat der Staat auch bei einer halbierten Steuerbasis die Möglichkeit, immer noch über die Steuereinnahmen drei Dinge zu finanzieren. Ein Bildungssystem, ein Gesundheitssystem und ein soziales System. Deswegen spreche ich mich dafür aus, dass es auch ein Grundeinkommen gibt, aber kein bedingungsloses. Ich bin kein Freund des bedingungslosen Grundeinkommens. Aber ein Grundeinkommen für ältere Menschen, die unterversorgt sind, für Alleinerziehende, für andere Personen, die in einer prekären Situation sind, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das wäre dann im Prinzip eine andere Möglichkeit, auch eben die Alterssicherung hinzubekommen. Wir haben natürlich auch ein Problem, ich kann jetzt mal nur von Deutschland reden, ein Problem der Überversorgung. Wenn Sie mal in die Reisebüros gehen oder wenn Sie mit dem Fernglas gucken, wer da an der Reling dieser gigantischen Kreuzfahrtschiffe so steht, ich muss den Satz gar nicht zu Ende erzählen, dann stellen Sie fest, es gibt ja nicht nur Altersarmut, in Deutschland zum Beispiel, sondern es gibt also auch eine Prosperität, die also auch bodenlos ist. Das heißt also, eine gerechtere Verteilung schlicht und ergreifend der Alterssicherung wäre wohl auch nötig, vor allem über eine Vermögenssteuer, das habe ich ja auch aufgeführt. Das sind die beiden wichtigen Dinge, es kommt noch ein drittes dazu. Was ich hier gerade kurz gezeigt habe, ist doch kein Modell, das wie jetzt in der Industriegesellschaft alte Menschen aussondert, wenn sie in die Pension gehen. Ältere Menschen werden mit Würde ausgestattet, wenn klar wird, dass sie gebraucht werden, auch nach einer normalen Pensionierung. Sie sind Wissensspeicher, sie sind Erfahrungsträger. Sie können in solchen Netzen der Selbstversorgung sehr, sehr wichtig werden und bleiben damit vor allem ein Teil der Gesellschaft. Heute ist es doch so, dass ein Mensch dann unwichtig wird, wenn er nicht mehr für Geld arbeitet. Er ist dann entweder ein Kostgänger oder einfach ein alter Mensch, der gepflegt werden muss. Und dies hier wäre eine Reintegration älterer Menschen in das Schaffen von Werten. Ja? Auch das ist natürlich eine Möglichkeit, auf diese Weise auch ein Stück mitversorgt zu werden. Lebensgemeinschaften, generationenübergreifendes Wohnen, wo auch ältere Menschen ihren Platz haben, die durch einfache Verrichtungen, die durch viele Tätigkeiten eben auch beitragen zu entgeltlosen, also subsistenten Leistungen. Das kommt noch dazu. Das sind also verschiedene Wege, die ich mir vorstelle, um dieses Problem zu lösen. Jetzt zum Bevölkerungswachstum. Jörgen Randers hat in dem vorletzten, es gibt ja schon wieder von dem Ugo Bardi einen neuen Bericht an den Club of Rome, aber der vorletzte von Jörgen Randers hat sich rangemacht an diese Prognose, nämlich wie weit wird das Bevölkerungswachstum noch so weitergehen? Und seine These, die ich glaube ich für sehr plausibel halte, lautet, dass bei etwa 3,4, 3,5, ich habe die genaue Zahl nicht, aber bei etwas mehr als 8 Milliarden Menschen Schluss ist, also Peak Population. Ich hätte überhaupt kein Problem damit, 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten zu ernähren, wenn wir deindustrialisieren. Jeder Parkplatz, jede Autobahn, jedes Gewerbegebiet, jedes Wohngebiet, ja, bedeutet, Fläche zu okkupieren, die man auch hernehmen könnte, um Menschen zu ernähren. Das ist das Entscheidende. Wir müssen wieder Gärten in die Städte holen. Statt
brachen, gleich mit dem nächsten Filialisten voll zu staffieren, also um da wieder irgendwie einen Konsumtempel hinzubauen. Wir werden zukünftig, das steht hier auf der nächsten Folie auch noch drauf, wir werden über Rückbauprogramme Flächen entsiegeln, um auf diese Art und Weise mehr Landwirtschaft, weniger Industrie, weniger Mobilität, weniger industrielle Bequemlichkeit zu haben. Wir werden auf diese Weise, selbst in den Megacities, werden wir grüne Inseln, grüne Lungen, grüne Bänder haben. In New York gibt es etwa 800 Community Gardens. Kuba, das erste Land des Planeten Erde, das Peak Oil in aller Härte gemeistert hat, als die Sowjetunion zusammengebrochen ist, Anfang der 90er, hat eine Hungersnot nur dadurch vermeiden können, dass man nicht nur die Landwirtschaft auf ökologischen Landbau umgestellt hat, sondern dass man die Städte begrünt hat. Dass man in den Städten überall, wo Platz war, wo es sich anbot, kleine Gärten angelegt hat. Diese Dinge haben sich dann ergänzen können. Glauben Sie bitte nicht, dass ich hier die These vertreten will, wir können uns alleine selbst versorgen landwirtschaftlich. Aber wir können ganz viel machen. Wir brauchen aber auch Flächen. Jede Kommune kann ein solches Management beginnen. Das kann man auch demokratisch gestalten, weil in Kommunen ist es sicherlich einfacher. Nicht? Ein Management, das dafür sorgt, dass über einen Treuhänder brachgefallene Flächen den Menschen gegeben werden, die über Netzwerke, die moderiert werden, Gemeinschaftsgärten gründen. Ja? Und auf diese Weise würden wir über 8 Milliarden Menschen locker ernähren. Natürlich müssen wir auch unsere Ernährung umstellen. Weniger tierische Produkte, saisonale, regionale, vollwertige, ökologische Nahrung. Dann haben wir weniger Energiebedarfe, weniger Chemie wird gebraucht, weniger Mechanisierung, weniger Kapital. Auf diese Weise haben wir einen weiteren Schritt, der dazu führen kann, dass wir es packen können. Denn eine andere Antwort habe ich ja nicht. Wissen Sie, die vielen Versuche, etwas gegen das Bevölkerungswachstum zu tun, Stichwort China und Indien, jagen mir die Angst ein. Was da an Menschenrechtsverletzungen, was dann auch leider nie geahndet werden kann, passiert, wenn dann bei dieser Ein-Kind-Politik plötzlich eine Familie ein Kind bekommt und das ist kein Junge. Ich erzähle das nicht zu Ende, Sie wissen, was ich meine. Es ist so grausam, dass ich nicht also irgendwie als Demokrat irgendwie Entwürfe präsentieren kann, wie man über Anreizsysteme oder über Gesetzeswerke die Menschen dazu zwingt, einfach weniger Kinder zu bekommen. Die Urbanisierung des Planeten, die einerseits ökologisch schrecklich ist, die wir aber jetzt meistern müssen, bedeutet gleichzeitig, und deswegen hat ja Jürgen Randers diese Prognose gewagt, dass diese soziale Logik der Großfamilie so nicht mehr funktioniert. Im afrikanischen ländlichen Raum, wo nichts an sozialer Sicherung da ist, haben sie viele Kinder. In einer Metropole, auch in Slums, haben sie nicht viele Kinder, weil da viele Kinder genau nicht eine soziale Sicherung fürs Alter sind, sondern da kehrt sich diese Logik um. Das ist der Grund dafür, weshalb Jürgen Randers sagt, wir werden wohl doch nicht auf 9 oder 9,5 oder wie manche befürchtet haben, 11 Milliarden Menschen kommen, sondern vermutlich wird das irgendwo sich zwischen 8 und 8,5 Milliarden einpendeln. Und das können wir packen, ja? Ohne dass wir da irgendwie mit drakonischen Mitteln Leute traktieren müssen, wie das also in Indien und China passiert ist. Ich möchte noch eine andere Ebene ansprechen, wenn Sie dir vielleicht die andere Folie nochmal zeigen können. Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, global tätig vielleicht und kapitalintensiv, aber ich bin auch verantwortungsbewusst und will etwas tun, um die Zukunft irgendwie mitzugestalten und nicht einfach warten, bis es irgendwie passiert. Was kann ich tun? Es gibt ja dann auch noch den Wettbewerb. Also ich habe ja nicht beliebig Freiheit, irgendwie etwas auszuprobieren, sonst bin ich auch weg, bevor irgendetwas passiert. Also Sie müssen über die Umstellung von Produktion müssen Sie die Grundlage dafür schaffen, sich anders mit Kapital zu versorgen. Wenn Sie also Kapital bekommen wollen von Menschen, die nicht die höchste Rendite oder den höchsten Zinssatz, wenn es Fremdkapital ist, verlangen, müssen diese Menschen zu Ihnen Vertrauen haben. Das setzt Transparenz und vielleicht eben eine Umstellung der Produktion oder eine vorsichtige Umstellung voraus. Das ist das Erste. Das Zweite ist, Sie müssen einem Prosumentenmanagement Vorschub leisten. Sie müssen Arbeitszeitverkürzungs- und Flexibilisierungsmodelle umsetzen, um Menschen dazu zu befähigen, auszusteigen aus der 40-Stunden-Woche. Dann müssen Sie drittens Ihr Lieferantenmanagement umstellen. Sie müssen versuchen, aus dem Global Sourcing, da wo es geht, schrittweise rauszukommen
um vielleicht, was weiß ich, eher einen Regional oder Local Sourcing hinzubekommen, um Wertschöpfungsketten zu verkürzen. Das ist eine Möglichkeit. Und wenn Sie das hinkriegen, können Sie vielleicht sogar auch mit Ihrem Unternehmen, da wo Sie eben kein Global Sourcing machen, vielleicht über Regionalwährung nachdenken. Das ist eine weitere Möglichkeit, die Sie wählen können. Das ist das, was innerhalb der Systemlogik möglich ist. Dann noch ein letzter Punkt, auch in der Systemlogik. Sie brauchen ein Lifecycle Assessment, LCA, Ökobilanzierung. Sie müssen als Unternehmen Ihren Kunden oder überhaupt den Endkunden in diesem Fall, ne, die Möglichkeit geben, mit 2,7 Tonnen auszukommen. Das bedeutet, dass Sie, das heißt nicht, dass Sie Produkte jetzt deklarieren mit dem Carbon Footprint, es reicht schon aus, auf der Homepage Ihres Unternehmens die Daten zu hinterlegen, die es braucht, um zu sehen, was eine Dienstleistung oder ein Produkt Ihres Unternehmens eben kumuliert an CO2-Emissionen hat. Damit schaffen Sie auch eine Transparenz, die es erlaubt, den Übergang einfacher zu gestalten. Weil ich habe ja zu Beginn nicht aus Jux und Dollerei erklärt, dass Nachhaltigkeit sich nur festmachen lässt, ohne in Widersprüche oder in Heucheleien abzudriften, wenn man den Lebensstil der Konsumenten zum Ausgangspunkt nimmt. Alles, was wir auch auf unternehmerischer Ebene tun, kann man nur begreifen als einen Hebel, der es Menschen möglich macht, mit 2,7 Tonnen auszukommen. Und wenigstens die Transparenz zu schaffen, wäre also schon eine gute Sache. Ich könnte Ihnen jetzt natürlich noch, dann müsste ich aber genau wissen, was Sie produzieren, ein paar Sachen sagen zum Produktdesign etwa. Also, was kann man tun, um Produkte so langlebig und reparabel zu machen, damit Prosumenten eine Chance haben, weniger davon zu brauchen, indem sie über Gemeinschaftsnutzung oder Nutzungsdauerverlängerung quasi diese Sachen verlängern, strecken. Ja? Das wäre eine gute Sache. Und natürlich können Sie noch weitergehen. Es gibt in Österreich eine Firma, ich glaube, das ist so eine Druckereifirma. Die Firma stellt ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Flächen zur Verfügung, damit die gärtnern können. Sodass dann eine Harmonisierung entsteht zwischen veränderten Arbeitszeitmodellen und gleich einem Angebot, was man mit dieser freien Arbeitszeit machen kann. Vielleicht noch freie Werkstätten, öffne Werkstätten dazu, sodass man quasi ein Prosumentendasein ermöglicht. Das kann man an manchen, nicht allen, an manchen Produktionsstandorten ohne zusätzliche Ressourcen in Anspruch zu nehmen, vielleicht sogar hinbekommen. Ja. Also das sind so im ganz, ganz, ganz Groben, ja, sind das erste Schritte natürlich. Es gibt viele Möglichkeiten, mehr Mitbestimmung in Betrieben auch hinzubekommen. Ja. Also denken Sie an die Konzepte der sogenannten Gemeinwohlökonomie, die ich eigentlich überhaupt nicht so super finde, weil sie nicht dahin reicht, wo wir hinkommen müssen. Aber wenn es nur um die Demokratisierung eines Betriebes geht, kann es nicht falsch sein, zu sagen, dass wir gucken, wie gemeinwohlorientiert ein Betrieb ist oder dass wir auch darüber nachdenken, Gewerkschaftern mehr Diskussionsspielräume zu eröffnen, dialogischer vorzugehen, wenn die Strategie des Unternehmens sozusagen immer wieder auch reproduziert wird, also strategischen Management zu schauen, ob man über Stakeholder-Dialoge, über eben solche anderen Dialoge es auch erreichen kann, irgendwie Frühwarnsysteme zu haben, die einem dazu verhelfen, als Unternehmen vielleicht doch Möglichkeiten zu nutzen, ohne Konkurrenzfähigkeit gleich aufzugeben, Möglichkeiten zu nutzen, einige dieser von mir genannten Schritte zu gehen. Also wie gesagt, ich will das jetzt nicht weiter ausführen, wir können darüber gleich nochmal reden, weil es ist einfach zu viel, was man dazu sagen müsste, ne, zu der Umstellung von Unternehmen innerhalb des derzeitigen Systems. Gibt es noch eine letzte Frage? Da ist auf jeden Gut, Fall noch ein Abend. Ja. Danke für den tollen Vortrag, Herr Pech. Sie sagten, dass für Sie nicht unbedingt die totale Entkoppelung, sondern so eine Art Gleichgewicht das Ziel wäre. Und ich frage mich, wer definiert dieses Gleichgewicht oder haben Sie Fantasien oder lokalisieren Sie das irgendwo in der Vergangenheit und wer kontrolliert das ständig, dass man da auch bleibt? Also, ich habe ja zum Ausgangspunkt meiner Betrachtung ökologische Leitplanken herangezogen. Entschuldigung. Und ich habe gesagt, die Einhaltung dieser ökologischen Leitplanken geht nur über Reduktion. Was überhaupt nicht heißt, dass ich was gegen technischen Fortschritt habe. Schauen Sie, dieser Rest an globalisierter Arbeitsteilung, aber auch die regionale Ökonomie, wo Unternehmen sind, die müssen auch ihre Energie irgendwo herkriegen.
Und ich bin begeisterter Befürworter von Wind- und Solarenergie, aber nur auf stillgelegten Autobahnen, stillgelegten Flughäfen, stillgelegten Parkflächen, auf Dächern und in Industriebrachen. Aber wenn die Wirtschaft so klein ist, dann geht das. Und wer mehr will, lebt über seine Verhältnisse. Okay, aber mir geht es nochmal um diese 2,7 Tonnen. Ich hätte auch den Ecological Footprint nehmen können von Mathis Wackernagel und William Rees, was nicht so ein gutes, aber auch ein, wie ich finde, akzeptables Maß ist. Und das genau ist der Ausgangspunkt für das Gleichgewicht. Dies hier nämlich muss man austarieren. Was ich hier heute erzählt habe, ist ja vielleicht auch Schmarren. Ich meine, ich habe gesagt, 20 Stunden gegen Geld arbeiten und 20 Stunden freigestellt, entmonetarisiert auf andere Weise wirtschaften. Es ist immer einer im Publikum, der sagt, wieso nicht 30 und 10 oder 15 und 25 Stunden? Ja? Kann ich Ihnen nicht sagen. Mein Vorschlag wäre, erstmal so anzufangen, das als ein Leitziel anzupeilen und dann bilanzieren. Und wenn wir dann durchschnittlich bei 5 Tonnen immer noch liegen, CO2, dann habe ich mich verrechnet, dann müssen wir weiter runter. Aber wenn sich herausstellt, dass wir in diesem Modell unter 2,7 Tonnen liegen, dann darf ich wieder etwas mehr Konsum und auch Mobilität zulassen. Das meine ich in meinem Fall mit Gleichgewicht. Aber Gleichgewicht wirklich nicht in so einem holistischen oder epischen Sinne, so das Gleichgewicht der Erde, mein Gott, das wäre eine Anmaßung. Mir geht es um ein ökonomisches Gleichgewicht im Hinblick auf das Austarieren der Rolle dieser vier Bereiche. Und das festgemacht an dem Kriterium der Einhaltung ökologischer Leitplanken. Viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen und ich kann mir eben nicht anmaßen, jetzt schon genau die Punktlösung zu benennen. Nochmals vielen herzlichen Dank, das ist Balsam für die Seele.